So, meine lieben Freunde, ich wünsche euch allen einen wundervollen guten Tag. Boah, jetzt war es doch ein bisschen stressig. Deswegen bin ich auch mal wieder 3 Minuten zu spät. Aber hey, was zum Geier geht ab bei euch? Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Heute werden wir weiter FM24 spielen gegen FM2-Kette. Und heute ist ein cooler Stream. Also ich hoffe, heute wird ein cooler Stream, denn die Musik ist sehr laut. Nee, nicht deswegen, sondern weil wir heute nämlich ins Pokal-Halbfinale gehen werden. Gegen Greuther Fürth spielen wir dann. Das wird ziemlich cool. Und außerdem haben wir heute Saisonendsport. Das steht aber auch alles schon im Titel. Das heißt, das wisst ihr höchstwahrscheinlich alles schon. Ja, moin. Wie gesagt, ich bin heute noch ein bisschen durch den Wind. War alles ein bisschen knapp. Aber unseren 20 Uhr Termin, den halte ich natürlich ein. Ist ja klar. Sekunde. Erstmal einen guten Abend. Hallo Mörsch, cool. Donnerstag ist Junukas-Tag. So sieht es nämlich aus. Einfach nur arg. Moin. Panikaura ist da. Faltencreme. Hallo, guten Tag. Elite Rage. Was geht? Bene moin. Ich wollte es gerade sagen, mit der Musik, ne? Naja. Es war etwas übertrieben. Ich weiß gar nicht, ob Terry schon streamt, ob der Kollege schon online ist, aber so wie man ihn kennt, ist Terry immer sehr pünktlich, ne? Der Mann schätzt die Zeit. Ja, Terry streamt natürlich schon. Ist ja klar. Ups, was war das denn? Ist ja klar. Ja, lass uns doch einfach direkt mal rübergehen in den FM24. Während ich hier rumsuche, wo der richtige Knopf ist. Da ist der richtige Knopf. Unten links. Zack, da sind wir schon. Muss ich den Chat noch wiederherstellen? Durchatmen. So, Leute. Pater, was geht? Ja, was ist diese Woche passiert? Worüber. Oh, ich sehe gerade, mir fehlt irgendwie die Seitenleiste hier. Warte mal, ich muss mal einmal ganz kurz raus. Ich gehe nochmal ganz kurz in meine Fullcam-Ansicht. Ja, damit ich nichts leak oder so. Ich muss hier nochmal ganz kurz raus, weil irgendwie meine Seitenleiste verschwunden ist. Eine Sekunde. Was ist diese Woche passiert? Der HSV hat 1-0 gewonnen gegen Elversberg in einem sehr knappen Spiel. Das ist passiert. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Zumal man auch echt direkt gesehen hat, dass sich der Fußball ändern wird, ne? Also direkt in den ersten 10-15 Minuten sind, also zumindest mir im Stadion, der sich jetzt wirklich jedes Spiel angeguckt hat, das HSV, ist einem schon echt aufgefallen, dass der HSV jetzt unter Baumgart komplett anders spielen wird. Fand ich sehr, sehr interessant zu sehen. Zumal das Ganze dann am Ende auch funktioniert hat und wir 1-0 gewonnen haben. Und was ich vor allem krass fand, war, wie gut Elversberg war. Das ist jetzt keine Überraschung, die spielen ja schon die ganze Saison richtig gut. Jetzt ist die Seitenleiste immer noch nicht da. Das ist weird. Habe ich irgendwie die falsche Version? Ah, ich habe die falsche Version des Skins geladen. Ah, es gibt einen Hotfix von Norseman. Und da ist das weg mit der Seitenleiste. Komm, können wir wieder reingehen. Ihr müsst euch, wenn ihr auf den FM2-Kette-Skin habt, dann müsst ihr euch die Version 24.0.5.5 oder wie auch immer die heißt runterladen. Dann funktioniert das auch wieder. Ich habe den falschen Skin geladen. Naja. Ja, genau. Und heute ist auch ein cooler Tag für den FM, denn das Winter-Update ist rausgekommen mit der angepassten Datenbank. Ja, das heißt, falls ihr euch den FM noch nicht geupdatet habt, dann würde ich das heute mal machen. Ja, habe ich vor so 10 Minuten gemacht. Unique, moin. Kannst du dir vorstellen, ich war unter Baumgart sogar mit Jatta zufrieden. Tatsächlich! Okay, Unique, das ist krass. Zumal ich Jatta jetzt in dem Spiel gar nicht so wirklich heftig fand, ehrlich gesagt. Und jetzt, warte mal. Ich habe doch eben diesen Skin hier ausgewählt. Cache leeren. Skin auswählen. Skin neu laden. Normalerweise müsste der jetzt auftauchen. Boah, ist das nervig. Chillig, direkt mal mit einem technischen Problem in so einen Stream zu starten, ne? Also jetzt muss ich halt gleich den FM nochmal neu starten und den alten Skin rausnehmen und den neuen drin lassen. Wahrscheinlich wird das Problem mit der Seitenleiste weiterhin da sein jetzt. Naja,
Macht Sinn, auf FM25 zu warten oder lohnt es sich noch schon FM24 zu kaufen? Also bis der FM25 kommt, dauert das halt noch 8 Monate, ne? Insofern, also wenn du Bock hast, den FM zu spielen, dann, Digga, ist einfach weg. Wenn du Bock hast, den FM zu spielen, dann würde ich dir einfach empfehlen, geh jetzt rein, hol dir den neuen FM, den FM24, weil der schon ein ganzes Stück besser ist als der FM23. Vor allem, was die Match Engine und sowas angeht, das ist halt ein komplett anderes Level. Übrigens, der WhatsApp-Sound eben, das war nicht ihr, das war ich. so. Jatten war ein Schatten seiner selbst, für mich so unterschiedlich können Wahrnehmungen sein. Ja, ich fand Jatta gegen Elversberg ziemlich vorsichtig, ehrlich gesagt. Er hat sich mal getraut, am Verteidiger vorbeizukommen und nicht direkt abgebrochen. Ich hab das komplett anders gesehen, ne? Aber es ist schon witzig, wie unterschiedlich, tatsächlich, was Michael schreibt, ne? Es ist witzig, wie unterschiedlich man so ein Spiel dann wahrnehmen kann. Er wirkte auf mich tatsächlich ein bisschen gehemmt, so. So, nochmal online spielen. Ach, warte mal, ich bin auch lost. Seitenleiste ist immer noch nicht da. Warte mal kurz. So. Next try. Jetzt müsste es funktionieren und dann können wir auch rein starten. Terry ist wahrscheinlich schon, der ist wahrscheinlich schon mitten am Managen. Und denkt sich schon krasse neue Taktiken aus und sowas. Neue Bundesliga-Ansetzungen sind auch da. Ja, ich habe nur gesehen, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, wie die Ansetzungen sind, aber ich habe nicht gesehen, also wie die Spiele tatsächlich angesetzt sind. Ich hatte heute einen ziemlich vollen Tag und habe mich da noch nicht mit beschäftigen können. Keine Ahnung daher. Irgendwie bin ich auch ein bisschen müde heute. Aber das soll uns nicht aufhalten. So, dann gehen wir mal zurück in die Facecam. Zack. Suche nach unserem guten Terry Wynette. Da ist er. Dann gebe ich unser hochgeheimes Passwort ein. Bam. Und dann sind wir auch schon da. So, und jetzt müssen wir eine Seitenleiste haben. Come on. Also lohnt sich mehr FM25 oder 24? 25 gibt's ja gar nicht. Der ist ja noch gar nicht draußen. So, die Seitenleiste ist da, Leute. Jetzt können wir auch anfangen zu spielen, ey. Geil. Zack. Okay, also. Hier erstmal wieder Fans feiern Taktik-Genie. Das freut mich schon mal sehr. Wir sind jetzt ein paar Wochen oder ein paar Tage in den Urlaub gegangen. Das war jetzt Länderspielpause. Und in der Zeit hat sich scheinbar Bakariata verletzt. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das Ganze gelaufen ist, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Jesus Christus. Terry, moin. Boah, habe ich mich gerade erschreckt. Junge. Irgendwie warst du warst todeslaut bei mir, aber das lag an mir. Ich habe meine Lautsprecher zusätzlich zu meinen Kopfhörern angehabt und die sehr laut gehabt. Ja, genau. So sieht's aus. Ja, ich... Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Also für uns, ja, für uns jetzt ist es ja, glaube ich, egal, ne? Das ist ja wahrscheinlich eh nicht mein Ding, das musst du machen. Ich sehe gerade, ich habe neue Jugendspieler bekommen. Cool. Zweimal 4,5, einmal 3,5. Also, ist erstmal okay. Robert Essel. Erstmal schon. Ich habe mir tatsächlich seit dem letzten Mal noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich würde irgendwie eine Lösung finden wollen, die über meinen Chat zu verteilen. Ja. Ja, genau. Da. Ja, bloß nicht. Terry ist super leise. Warte mal, kannst du noch mal kurz was sagen?
Irgendwie bist du weg. Sekunde mal ganz kurz. Ja. Ah, man hört überhaupt nichts. So, jetzt sag nochmal was. Nischt? Jetzt? Hallo? Jetzt ist Terry da. Okay. Ah, hallo, Junukas-Chat. Hallo. Sehr gut. Wie geht's euch? Habt ihr LNFM schon geupdatet? Das habe ich die Leute auch schon gefragt und ich habe keine Antwort bekommen. Also wahrscheinlich nicht. Na, alle stumm. Ja, ja. So, wen soll ich eingeben? Beschämt. Herr Sommerzeit, Doppelname. Sommer minus Zeit? Ja, genau. Andreas Sommerzeit. Ein ja? Sechser bei Schalke 04. Ach so. Ja, sehr gut. Okay, Andreas gut. Sommerzeit. Ja, cool. Ja, ich wollte nur wissen, weil ich habe denn das hier unser Youth Intake, der hier schon umbenannt wurde. Ja, ja. Ja, deshalb wollten wir nur gucken, ob das bei dir auch ankommt. Euer Youth Intake war ja der Wahnsinn. Das war ja richtig krass. Also ich habe jetzt gerade mal meinen Jugendkader hier nach Potenzial sortiert. Ja. Die ersten sechs Positionen mit dem höchsten Potenzial sind alle mit dem Youth Intake hier reingekommen. Das ist schon echt heftig. Und das ist alles 4,5 bis 5. Und dann haben wir noch zwei mit 3,5 bis 4. Also das war ein crazy. Insaner Youth Intake. Ja, Knappenschmiede halt, ne? Ja. Aber wo wir gerade hier zusammen sind, so plauschig, hast du deinem Chat schon die Neuigkeiten verkündet? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Nee, das ist jetzt richtig. Denn, Freunde der Sonne, wir haben jetzt heute einen Stream und haben nächsten Donnerstag einen Stream. Und danach ist die Saison ja zu Ende. Und ihr habt ja alle gesagt, ihr seid froh, wenn das alles vorbei ist. Deshalb hören wir dann einfach auf mit dem Save. So. Und so, nämlich. Es sei denn, es kommt jetzt eine Flut von Einsen in den Chat, die sagen, wir sollen den Save fortführen. Ja. Also wer will, dass wir noch eine Saison hier dranhängen? Mindestens. Ja. Der muss jetzt eine Eins in den Chat machen. Auch in meinen Chat natürlich. Ne? Ja. Okay, ich sehe ganz, ganz viele ja, Zweien. Okay, es gibt... Ich habe nur einen. Ja, ich habe hier eine 2. Nee, dann machen wir es nicht. Ja. Nee. Nee, dann nicht. Nee, dann ist Schluss. Nee. Ist Schluss. Nee. Okay. Gut, dann nicht. Ja, Terry, dann tschüss, ne? Ja, die Saison bringen wir schon noch zu Ende. Aber dann würde ich sagen, aufgrund der 2, dass wir dann 3 Wochen Pause machen als Strafe. Ja, würde ich auch sagen. Gut. Du machst dann den Abflug so lange. Genau. Und wir, Freunde der Sonne, wir veranstalten den größten FM2er-Kette Cup. Und zwar Community Cup aller Zeiten. Leute, und zwar aufpassen. Am 14., 21. und 28. März. Also die 3 Stream-Donnerstage sind dann dem FMZ-Cup gewidmet und ihr könnt dran teilnehmen. Ja. Und wie könnt ihr dran teilnehmen? Indem ihr in den FM2er-Kette-Discord geht. Dort gibt es eine Rolle FMZ-Cup, die ihr euch schnappen könnt, wenn ihr bei solchen Aktionen immer benachrichtigt werden wollt. Und da gibt es einen Kanal FMZ-Cup und da könnt ihr euch anmelden für den FMZ-Cup. Und der aktuelle Plan ist, dass jeder, der sich anmeldet, auch teilnehmen kann. Ja. Und wenn wir 10 Turniere an dem Tag parallel spielen, der Plan ist, dass wir am 14. und 21. März Qualifying-Turniere spielen. Und die Besten der Besten der Besten der Besten, die treffen sich dann am 21. März zum großen Finale. Nee, warte, am 28. März zum großen Finale und spielen dann den FM2er-Kette-Cup-Gewinner aus. Und in der Woche drauf, am 4. April ist das dann schon, dann beenden wir hier die Strafpause und machen dann geht's weiter mit der zweiten Saison hier weiter. Ja. Und ist das ein Plan? Das klingt richtig geil. Und das ich finde, das wird dann auf FM2er-Kette gestreamt, ne? Auf Twitch. Ja, ich habe wie immer bei Turnieren habe ich eine Wild. Da veranstalte ich die auch, ja. Weil sonst könnte ich also sportlich qualifizieren, das nee. Ja, ne? Schwierig. Das ist schwierig im Moment, aber ja, ich freue mich mega drauf. Das heißt auch an meinen Chat, ich habe gerade einen Link in den Chat gepostet, da kommt ihr auf den FM2er-Kette-Discord und da gibt es einen Channel und der heißt, wie heißt der Channel? FMZ-Cup, ne? FMZ-Cup, glaube ich, einiger, ja. Ja, genau. Genau, da müsst ihr dann einfach nur reingehen und euch da anmelden und dann seid ihr mit dabei, weil ich bin in der Zeit nämlich im Urlaub, deswegen machen wir das überhaupt nur, sonst hätten wir durchgezogen, aber ich bin dann... Nee, wir machen das wegen den Zweien im Chat. Wegen den Zweien im Chat fliegt Junukas in Urlaub. Deswegen, ich fliege nach Afrika, Leute, das ist eure Schuld. So nämlich, aber ich habe da mega Bock drauf auf die Aktion, weil
ich hatte schon echt mal wieder länger Bock, einen richtig großen FMZ-Cup zu machen. Ja. Und das gibt uns da einfach den Raum und die Gelegenheit, das umzusetzen. Und ich habe richtig, richtig Bock drauf. Also wenn ihr euch mit anderen messen wollt, wenn ihr ein bisschen wollt, dass die FM-Community näher zusammenrückt, meldet euch an für den FMZ-Cup. Alles andere, mit welchen Teams wir spielen, wer gegen wen, das hängt alles davon ab, wie viele Anmeldungen reinkommen. Ihr habt Zeit, euch bis Montag anzumelden. Montag ist der 4. März. Also ihr habt jetzt übers Wochenende Zeit, euch anzumelden, und danach machen wir die Anmeldung zu und danach teilen wir die Gruppen ein, und dann kommen alle weiteren Infos, mit welchen Teams gespielt wird, wer gegen wen und so weiter. Also das ist der Plan. Frage: Am grünen Donnerstag das finale Turnier. Ja, braucht man ein Mikro dafür? Mhm. Also muss man mitreden oder geht das auch ohne? Nein, also beim Community Cup, ihr braucht nur den Football Manager auf PC, das ist wichtig, aber egal ob Steam oder hier, wie heißt das andere? Epic. Ja. Mikro gerne, wenn ihr Bock habt, mit euren Gegnern zu quatschen auf Discord. Die Möglichkeit wird es geben, und ich finde es auch immer nett, weil es auch irgendwie dazu da ist, die Community näher zusammenzubringen. Aber wer kein Mikro hat oder wer da keinen Bock drauf hat, weil er Schüchternheit 20 hat oder so, der muss nicht. Wichtig ist den FM auf PC und einen FMFC-Account, weil der ist wichtig, um den Versus-Mode spielen zu können. Genau, genau. Ja, ich freue mich drauf. Das werde ich mir natürlich aus meinem Urlaub angucken, aus der Entfernung. Und ja, bin ich schon gespannt. Also alle genauen Infos gibt's noch. Chris sagt hier gerade mit Gründonnerstag, das hatte ich komplett nicht auf dem Schirm. Das ist hier eigentlich traditionell immer ein bisschen Family-Business. Könnte dann sein, dass wir dann nur 2 Wochen FMZ-Cup machen. Also, das sehen wir uns auch an. Das schauen wir uns auch an. Okay. Direkt schon wieder die richtigen Infos hier von TooMuchCC. Aber im Zweifel einfach anmelden, und alle Infos kommen dann, wenn ihr euch angemeldet habt. Ja, denn so, genau. So ist das. Sehr geil. So, und wir, ihr begrüßt euren Youth Intake, und wir gehen dann rein hier mit dem ersten Spiel. Wir spielen gegen den KSC zu Hause. Den KSC, okay. Wir haben jetzt Greuther Fürth. Wir haben Doppelgreuther Fürth. Einmal in der Liga und dann im Pokal-Halbfinale. Ja. Das passiert auch gleich. Ja, spannende Wochen. Genau. Let's go. Ja, let's go. Okay, Freunde, also, das ist der Plan. Jetzt Fürth, dann nochmal Fürth. Und genau. Ja, wie Terry schon sagt, nächste Woche machen wir noch normal am Donnerstag hier Stream. Und übernächste Woche bin ich dann im Urlaub. Und dann bin ich für 3 Wochen weg und mache einfach mal gar nichts. Das habe ich auch echt mal wieder nötig. Schon eine ganze Zeit keinen wirklich längeren Urlaub gemacht. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich einen Laptop mitnehme und den FM da drauf mitnehme oder ob ich einfach mal komplett Pause mache. Weil ich hätte schon Bock, da irgendwie so einfach so für mich ein Safe zu spielen. Ne? Hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, mal ein bisschen Abstand zu gewinnen von dem Ganzen. 3 Wochen, wie kannst du nur? Tja. So, lass uns mal unsere Jugendspieler mitnehmen. Hier den guten Robert Essel, den packen wir mal ein. Kriegt 34.000 Euro pro Jahr von uns. Wir haben uns die Jungs noch gar nicht so wirklich angeguckt. Das ist der erste. Zentraler offensiver Mittelfeldspieler, unbeschwerte Persönlichkeit. Das spricht, glaube ich, dafür, dass er eine einigermaßen gute Professionalität hat und da sich dann auch ganz gut entwickeln wird. Ja, Ballername ist gut. Übersicht stark. Ja, der braucht halt, der braucht noch Zeit, ne? Und der wird jetzt bald schon 16. Schauen wir mal. Okay, dem haben wir einen Vertrag angeboten. Dann haben wir noch Luke Hoppe, schneller Flügelspieler, mit 15 Jahren schon 14 Antritt, 13 Schnelligkeit, das ist solide. Einsatzfreudig ist er. Ansonsten Mentalität, das muss er noch ordentlich dazu lernen, von unseren Mentalmonstern in der Jugend. Hoffentlich kann er sich da ein Beispiel nehmen. Aber eine gute Technik hat er schon mal, das ist schon mal viel wert. Technik ist, das ist schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung. Gefällt mir erstmal so ganz okay. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was er für eine. Ach, das verletzungsanfällig ist ein bisschen blöd. Aber er ist konstant dafür. Das ist ganz geil. Stabiler Bart, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Jugendspieler, die könnt ihr dann benennen. Und ich habe. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir das machen, weil eigentlich. Also, ich habe das auf dem. Auf Twitch habe ich es immer mit Kanalpunkten gemacht, aber das geht ja halt hier nicht, weil es hier keine Kanalpunkte gibt. Wir haben hier die Möglichkeit, Kanalmitgliedschaften abzuschließen.
Und vielleicht machen wir es einfach darüber, dass jeder, der Kanalmitglied ist hier auf diesem Channel, dass der dann die Möglichkeit bekommt, hier einen Jugendspieler umzubenennen. Zumal das ja auch echt nicht viele sind. Also wir werden jetzt hier drei Jungs und unter Vertrag nehmen. Ja. Insofern ist es echt nicht krass. Vielleicht machen wir es so. Naja. Das ist eine Idee für ein Safe. Das Ding ist halt, wenn mich jemand sowas fragt, dann denke ich immer, man kann halt mit, ohne Scheiß, man kann mit jedem Verein einen geilen Safe spielen. Ich hab damals mal, das habe ich auch schon öfter erzählt, ich habe einfach mal ein Safe mit dem MSV Duisburg gespielt, ohne dass ich vorher auch nur entfernt eine Beziehung zu diesem Verein hätte. Und das ist halt einfach mein am längsten gespielter Safe ever geworden. Obwohl ich hatte nichts mit Duisburg zu tun. Ich habe das einfach gemacht und habe das bis 2040 gezockt. Und das war richtig geil. Das war richtig, richtig geil. Ich habe dann am Ende, ich habe die Champions League leider nicht gewonnen, tatsächlich. Ich bin, glaube ich, die beste Platz. Ich bin, glaube ich, mal ins Halbfinale gekommen irgendwie. Mit Duisburg, auch mit meinen eigenen Jugendspielern und sowas, war richtig, richtig geil. Habe ich auch gerade mit dem MSV. Ja, geil, geil. Das heißt, wenn ihr euch fragt, mit welchem Verein welchen Safe spielen, jo, macht einfach. Einfach random irgendein Safe. Und was immer viel bringt, ist sich einfach mal so ein bisschen, wenn ihr euch einen random Verein aussucht, lest euch mal so ein bisschen die Wikipedia-Artikel durch, guckt euch auf YouTube die Torhymne an, guckt euch die Vereinshymne an, guckt euch ein paar Videos von den Fans an, was da für Stimmung im Stadion ist und sowas alles. Das bringt schon richtig viel. Also, wenn man sich da ein bisschen reinfühlen möchte in das Ganze. Kann ich euch echt nur empfehlen, sowas mal zu machen. Mache ich immer, wenn ich einen neuen Safe anfange. Ich gucke mir mal zuerst so Fans an und sowas, weil es echt, echt nochmal ein bisschen anfassbarer macht, das Ganze. Okay, wir müssen mal eine Mannschaft aufstellen hier ganz kurz für das Spiel gegen Greuther Fürth. Und wir haben ein paar Verletzungen. Früchtel ist angeschlagen. Ich würde ihn einfach trotzdem mitnehmen. Oh, Ark! Holt sich eine Dauerkarte. Sehr geil. Siehst du, da haben wir schon das erste Kanalmitglied. Dann würde ich würde es einfach so machen, dass ich. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, aber ich denk mir was aus und schreibe da was in den Community-Tab für die Kanalmitglieder, wo ihr euch dann eintragen könnt für die Jugendspieler. So machen wir das dann irgendwie. Und dann könnt ihr denen einen coolen Namen geben und dann ist es euer Junge. Weil wir werden diesen Safe hier weiterspielen. Ich weiß nicht, ob das eben durchgekommen ist. Aber wir machen natürlich weiter. Wir wollen ja mit dem HSV Bundesliga spielen nächstes Jahr. Ne? Wir gucken, wie die Jungs hier in der Bundesliga performen. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und auf jeden Fall habe ich Bock, mich mit Terry zu messen in der Bundesliga. Dann schön im Abstiegskampf wahrscheinlich, wenn er auch aufsteigt. Und wenn wir aufsteigen. Wir müssen jetzt ja erstmal unsere letzten Spiele gewinnen. Okay, wollen wir es einfach mal so machen? Miro möchte immer noch einen neuen Vertrag haben. Ambrosius, Schonlau, Van der Bremt, Benes, Meffert, Ferrei, Dompe, Weißhaupt, Glatzel. Es ist eine ersatzgeschwächte Mannschaft. Wir haben einige Spieler, die verletzt sind. Schauen wir mal. Wollen wir uns mal bei Terry melden. So, Terry, wir wären soweit. Möchtest du vorher noch speichern oder wollen wir einfach rein? Ja, dann speichere ich einmal und dann legen wir direkt los. Let's go. Gutes Gefühl fürs Spiel gegen KSC? Ja, relativ viele Verletzte jetzt auch in der Länderspielpause dazu gekommen. Mörken irgendwie verletzt, Otraogo angeschlagen. Ja, Tempelmann auch nicht so richtig fit. Nicht Tempelmann, wie heißt der andere? Ja. Buchmann. Aber ja, mal gucken. Okay, es klingt nicht so optimistisch. Ja, ist halt. Also das letzte Spiel im letzten Stream gegen Hertha, das hat so ein bisschen. Ja, das war ein kleiner Downer, ne? Das hat so ein bisschen das Selbstvertrauen angeknackst. Aber ja, ich bin trotzdem guter Dinge. Ja, was war das gegen Hertha? 1-3, 1-4? Ich glaube 1-4, das ist richtig, ne? Deutlich. Ja. Ja, dann. Ja. Hau mal weg, damit wir schön zusammen aufsteigen. Ja, das wäre gut. Ja, denn, gutes dann. Gelingen. Jo. Einfach Mitglied werden, Kontingent ist noch reichlich vorhanden. Ja, safe. Safe. KX-Step, moin. Meinungs- und Wind-Update? Ja, ist cool. Ich habe es mir gerade runtergeladen, also noch nicht so wirklich reinschauen können. Werde ich da nochmal tun. Jetzt aber erstmal auswärts bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Ich hoffe, wir klatschen hier einfach weg. Das ist, also wir haben in drei Tagen wieder Fürth, wie gesagt, im Pokal-Halbfinale. Das heißt, wir können uns hier schon mal so ein bisschen angucken, wie die spielen. Die scheinen, ich habe mir jetzt vorher nichts angeschaut, irgendwie was Taktiken angeht oder sowas. Die haben hier schon mal einen stabilen 3-2er-Aufbau. Mit Itter als inverser
Außenverteidiger, so wie es aussieht, als defensiver inverse Außenverteidiger. Ist er eigentlich ein. Ist er eigentlich eher ein Flügelverteidiger, so habe ich ihn zumindest mal eingeschätzt. Schauen wir es mal an. Gideon Jung, also wir müssen auf jeden Fall zwei Tore schießen hier in diesem Spiel, weil Gideon Jung wird eins gegen uns machen. Da kann man schon mal von ausgehen. Ambrosius klärt, können wir kontern, können wir nicht. Der Ball fliegt immer wieder zu den Grünen. Green! Das Ding ist im Aus. Langzeit-Saves sind immer nice. Hab einen mit Chemie, wo Braunschweig und Elversberg mittlerweile in der Bundesliga spielen. Auch geil. Auch geil. Und Ferrei klärt. Sehr gut. Highlight scheint aber noch nicht vorbei zu sein. Fürth rennt wieder an über Jung. Und Green. Auch ein Ex-HSVer. War hier mal ausgeliehen hin und hat gar nichts hingekriegt. Lemperle. Asta. Gieselmann. Und Heuer Fernandes ist da. Was für eine Dauerkarte hast du für uns, wenn mich Mitglied wird bei dir? Also die normale Dauerkarte, das ist Stehplatz natürlich. Safe, also da ist Stimmung. Aber es gibt ja mehrere Optionen. Zum Beispiel hab ich, glaube ich, auch, warte. Ich habe auch VIP-Platz. Da ist dann, krieg ich noch einen Schrimm-Cocktail mit dazu. Und auf der Ehrentribüne geht's halt richtig ab. Da All-Inclusive, Buffet, könnt im Stadion schlafen, also alles. Im Stadion schlafen ist vielleicht ein bisschen krass, ne? Wer war Man of the Match? Wer war mein Man of the Match? Ich fand Ferrei gut, ja. Oh, schön Glatzel. Glatzel! Oh. Den kannst du machen. Den kannst du machen. Aber eigentlich muss der Man of the Match Sebastian Schonlau sein, oder? Ja, du hast einfach wirklich gemerkt, was es bringt, den auf dem Platz zu haben. Ist jetzt nach einem Spiel schwer zu sagen, ob es wirklich nur daran lag, dass er gespielt hat, aber auch Hatzi Kadunic hat so viel sicherer gewirkt, als wenn er neben Ambrosius spielt oder neben Ramos oder so. Muheim jetzt. Ah, links ist doppelt besetzt. Miro Muheim macht's einfach mal selbst. Ecke Benes. So langsam kommen wir ein bisschen besser rein ins Spiel. Meffert mit dem Kopf. Jonas Urbich ist da. Unser Keeper. Unser Keeper im Köln-Safe, natürlich. 25 Minuten gleich durch. Wieder haben wir den Ball. Stefan Ambrosius spielt den Ball quer auf Sebastian Schonlau. Van der Brent mit ein bisschen Platz. Sieht Manuel Ferrei. Kein Abseits. Ferrei versucht die kurze Ecke zu treffen. Bleibt aber hängen am Gegenspieler. Und so gibt es hier nur den Standard. Jean-Luc Dompe wird ihn reinbringen. Wir auf den kurzen Pfosten. Glatzel ist da. Urbich hält schon wieder. Jonas Urbich, Fußballgott, ey. Der hält ja alles. Was eine Maschine. Ich wundere, dass der immer noch nur eine 6,9 hat. Müsste eigentlich schon besser sein. Ach, guck mal hier, Itter spielt tatsächlich einfach Innenverteidiger, ne? Krass. Nächste Ecke, Dompe. Wieder von links, wieder auf den kurzen Pfosten. Van der Bremt ist diesmal da und wieder ist Urbig da. Alter. Was denkst du, werden die obersten drei Vereine sein am Ende der Zweitligasaison? St. Pauli, HSV und... Finde ich ganz schwer zu sagen. Ich sag Hannover 96. Gotha köpft, weil Fernandes ist da. Lemperle haben wir verletzt und Gotha kann nicht mehr. Die beiden Stürmer sind kaputt.
haben Van der Bremt und Schonlau Ambrosius und Schonlau gute Arbeit geleistet. Aber es steht nur 0-0 zur Halbzeit, obwohl wir jetzt mittlerweile ganz klar die bessere Mannschaft waren. In den ersten paar Minuten hat es Fürth ganz gut gemacht und dann kamen wir immer besser rein, müssten mittlerweile eigentlich schon führen. Ich bin unzufrieden. Wir müssen hier führen. Moppy, moin. Youth and Tech war gerade schon, ja genau. Wir haben zwei ganz gute Jugendspieler bekommen. Mit 4,5 Sternen und das war's. Aber ich hatte schon schlechtere Intakes, also passt schon. Was machen wir? Ändern wir irgendwas? Wir können halt irgendwann den angeschlagenen Jatta bringen, ne? Aber das machen wir nicht. Also wenn wir hier nur 0-0 spielen gegen Fürth, dann wäre das halt auch in Ordnung. Ich möchte halt nur nicht verlieren. Lass uns mal einfach genauso weitermachen. Sah ja ganz gut aus. Renzi rein, ja, das werde ich auf jeden Fall irgendwann tun. Jean-Luc macht das auch nicht so gut. Aktuell. Aber ich gebe ihm noch mal eine Viertelstunde Zeit. Und dann kriegt Renzi mal die Chance. Ich bin auch mal gespannt auf Renzi in den nächsten Wochen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl mit dem. Und Baumgart. Schön, Meffert! Alter. Meffo, Junge, der muss rein. Der muss rein. Meierlein, moin. Dompe mit der nächsten Ecke. Ambrosius, Kopfball, übers Kurz Tor. Kurz vor der Pause fällt das 1-0 für Schalke. Flanke, Uwe Jahn, der Hamburger Jung. Und Tietz schädelt ihn rein. Sauber. Sehr gut. Bei uns ist es immer noch ein 0-0. Wir haben zwar Chancen, aber wir machen das Ding nicht. Spannend. Ja, Hauptsache du gewinnst im Pokal gegen Kräuter Fürth. Ja, das stimmt. Das ist, stimmt. Partie. Das ist ja. Eigentlich nur ein Scouting-Event hier. Das Deutschland-File ist nicht verfügbar. Achso, da musst du wahrscheinlich mal ein bisschen abwarten. Weil ich gedacht hätte, dass es trotzdem funktionieren könnte, aber scheinbar musst du dann auf eine neue Version warten. Habe ich Renzi gar nicht mitgenommen? Ich habe den gar nicht mitgenommen. Das ist so ein Ding bei mir. Das war in früheren FMs gar nicht so. Ich achte irgendwie zu wenig auf die Auswechselbank. Das ist mir in dem Köln und euch ja teilweise auch. Das ist mir in dem Köln-Save schon aufgefallen. Ich gehe einfach irgendwie rein in die Spiele, ohne wirklich zu gucken, wen ich auf die Bank setze. Das ist eigentlich auch nicht gut. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was mit Renzi ist. Naja, dann bringen wir mal Meffert rein. Machen ansonsten so weiter. Bekommt man HSV-Dauerkarten für Mitgliedschaft bei dir? Kann man sich eine aussuchen, egal wo. Du schickst sie dann zu der Person nach Hause. Nein. Das ist natürlich nur hier für den Kanal. Also, so heißt halt diese Mitgliedschaftsstufe. Das wäre geisteskrank. Das wären sehr billige Dauerkarten, ja. Das wäre ein Schnapper. Ferrei! Come on! Emanuel Ferrei ist da. Es steht 1-0. Und jetzt führt auch der HSV. Sehr gut. Und wir erhöhen direkt nach der Pause auf 2-0 durch ein Eigentor. Ja, sauber, läuft. Ja, Tabelle sieht wieder gut aus. Ja, stimmt. Hannover noch 0-0. Die Hertha liegt hinten gegen Nürnberg. Die nehmen sich gegenseitig Punkte weg, das ist auch gut. Okay, schauen wir mal. Oh ja, stimmt. Mal gucken, aber es ist noch viel zu spielen. Welche Minute seid ihr? Wir sind jetzt in der 69. Ah, okay, wir sind Minute 54. Und sind im Strafraum mit Estünali und er schlänzt ihn da knapp über das Tor. Schade. Asta, nicht ungefährlich. Der hat sich doch direkt nach der Vertragsverlängerung verletzt. Ach ja, stimmt, richtig, so war das. Ich habe so viele Saves am Laufen, ich weiß schon gar nicht mehr, was wo passiert, ey. Dompe, Muheim, Meffert. Wieder Dompe, schön gespielt. Jean-Luc Dompe, 2-0. Und damit ist das Spiel auch durch. Ja, es ist einfach wieder ein sehr, sehr gutes Spiel von uns, ne? Also wir haben sie eigentlich so ab der 15. Spielminute komplett dominiert, haben den Druck immer aufrechterhalten und irgendwann machen wir halt die Dinger, ne? Irgendwann ist die individuelle Qualität dann
Irgendwann reicht die aus, um die Spielvereinigung aus Fürth zu schlagen. Sehr gut. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen durchwechseln. Dann bringe ich mal Andras Schnell mit rein. Wir bringen mal Nico Oliveira rein, der lange nicht mehr gespielt hat. Außerdem kommt Pavlovic für Meffo. Und Mikkel Bronsis bringen wir auch noch mal rein. Hauen wir mal unsere 5 Wechsel raus. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass hier nicht mehr so viel schief geht. Aber wahnsinnig gutes Spiel von uns wieder. Auch mehr Ballbesitz und so. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Wir haben 11 Punkte Vorsprung. 12 Punkte Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz. Aber wir müssen jetzt schon hart reinscheißen, dass das noch schief geht. Da wäre er fast gewesen, Gideon Jung. Da wäre er fast gewesen. Letzten Minuten laufen. Ja, und damit schlagen wir Fürth. 2-0. Ohne Gegentor. Mit einem richtig guten Jean-Luc Dompé. Ich hab, siehst du, da hat es sich gelohnt, den einfach draufzulassen, ne? Wird dann einfach Mann des Spiels. 7 Spiele, 13 Punkte Vorsprung. Der Drops ist durch. Ja. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, was die Tabelle angeht. Um es mal so zu sagen. Sehr schön. 2-0. Und dann gerne im Pokal nochmal ganz genauso. Schöner Sieg. Zeigen wir Ihnen beim nächsten Mal mehr davon. Ne? Das nächste Mal ist in 3 Tagen. Lass uns mal die Live-Tabelle anschauen. Terry führt nämlich auch. Und ist damit einfach Zweiter. Aber es ist eng, ne? Also bis Platz 5 ist es schon alles sehr, sehr, sehr knapp. Terry kann sich definitiv noch nicht ausruhen. Machen wir nochmal auf die Live-Spielstände. Ja, also 71. Minute. Da schauen wir doch nochmal kurz rein. Gucken nochmal, ob wir da einen Einfluss nehmen können auf das Spiel. So, wir sind durch. Haben dann am Ende entspannt 2-0 gewonnen. Ja, sehr gut. Da sind wir noch dran. Der aktuelle Spielstand, haben noch 20 Minuten. Ja, ich bin mal reingekommen. Ist dein nächstes Spiel schon das Pokalspiel? Ja, ne? Ja, genau. In der Woche dann. Ich glaube, am Mittwoch. Ja. Das ist aber eng hier gegen KSC, ne? So, wenn man sich so die XG. Ja, die kommen gerade auch so ein bisschen. Ja. Aber. Also insgesamt sind wir schon die bessere Mannschaft. Hörst du noch die runter? Ich weiß ja nicht. Ja, 6-3. Okay. 6-3 gespielt. Brauchen wir für wichtige Aufgaben denn. Das sieht doch bei Terry Out auch alles sehr entspannt aus. Wenn das gut läuft, der HSV gewinnt und Kiel verliert, können wir den zweiten Platz erobern. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da ist was dran. Wann spielt denn Kiel eigentlich dieses Wochenende? Ich habe mir den Spieltag noch gar nicht angeguckt. Oh, morgen Abend Schalke St. Pauli. Oh weia. Oh weia. Oh, und Hertha. Oh, also morgen Abend 18:30 Uhr. Die Konferenz, die werde ich mir mal anschauen. Hertha gegen Kiel und Schalke gegen St. Pauli. Das ist krass. Oh Mann, ey. Schalke wird da ja komplett auseinandergeschraubt werden. Das ist schon heftig, ne? Ich habe das Schalke-Spiel gegen Magdeburg nicht gesehen. Ich habe mir nur die Highlights angeguckt. Das ist so angenehm, diese souveränen Siege mit 2 Toren Unterschied. Schon ja, hier passiert einfach gar nichts, ne? Das ist ja super entspannt.
Einfach entspannt. Also Magdeburg 1-1 gegen Hannover 96 kann auch so bleiben. Ja. Ich dachte, das ist drin. Ja, man muss hier noch ein bisschen anfuttern. Ja. Jetzt. Komm, Schiri, pfeif ab. Jawohl, Segen. Zack. Abpfiff. Sauber. Ja, sehr gut. Schau dir mal die Reaktion von Gamer Brother zu Schalke gegen Magdeburg an. Pure Resignation. Das habe ich gesehen, ja. Das habe ich gesehen. Düsseldorf Punkte liegen lassen, Hannover Punkte liegen lassen. Ja, ein richtig, Nürnberg gegen Hertha gewonnen. Richtig guter Spieltag für uns beide. Kann man nicht meckern, echt nicht. Ja. Das war ja mal so, also das war, glaube ich, der entspannteste Spieltag bisher so, ne? Beide irgendwie 2-0 gewonnen, so komplett chillig. Ja. Echt. Nehmen wir so mit. Schmeidig. Ja. Ja. So. Weiter so. Ja, gerne doch. Gerne jetzt gleich am 3.4. Jetzt erstmal Pokalspiel. Ja. Guckt damit zu? Oder habt ihr andere? Ja, wir gucken zu. Wir kommen ja, immer hier Auswärtsfahrt. Geil, wir haben uns schon so einen halben Block reserviert. Oh, Fans feiern Taktik-Genie. Ich kann's nicht mehr hören. Das war auch das Erste, was ich gelesen habe, als ich den Save vorhin aufgemacht habe. Magath lobt Hamburg. Ja, schön. Sehr schön. Wobei, bei dir müssen jetzt eigentlich auch so langsam die ersten Lobe von Vereinslegenden eintrudeln, oder? Ja, weiß ich nicht. Alles gebrannte Kinder. Ja, das stimmt. Alles gebrannte Kinder. Zweite Halbzeit hat Magdeburg 3 Gänge runtergeschaltet, sonst wäre es übel geworden. Ja, genau, das wollte ich eben noch sagen. Ich habe die erste Halbzeit dann, ich habe mir die Highlights angeguckt. Und das war schon krass, wie Magdeburg da, also wie Magdeburg die auseinandergenommen hat. Also echt verrückt. Wenn du den Platz lässt, dann können die halt Fußball spielen, ne? Und das hat Schalke gemacht. Die stellen sich hinten rein. Und genau das braucht Magdeburg. Die brauchen einfach Platz. Und den haben sie bekommen. Habe ich das Pokalspiel verpasst? Nee, das ist gleich. Oskarsson ist Talent des Monats März. Guck mal, den wollten wir uns doch holen, ne? Das war ja der Plan, dass wir uns den vielleicht dann im Sommer holen. Wer ist interessiert? Brügge, Crystal Palace, West Ham und Bochum. Also wenn wir aufsteigen, dann können wir Oskarsson kriegen. Kostet 500.000 bis 9,6 Millionen. Das ist nicht unmöglich. Das ist nicht unmöglich. Das haben sie sich doch in der Kabine ausgesprochen. Mal sehen, ob das überhaupt einen Impact gibt. Oh, die Mannschaft wirkt so kaputt, ne? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Wenn Hamburg besser wäre, würden sie es nicht jedes Jahr für Spielen ansetzen. Die Pressing waren gut. Defensive offenbar nur mit Bascho stabil. Vorne fehlt aber noch eine Menge. Ja, also ich fand das Spiel gegen Elversberg in Phasen echt gut. Also vor allem die erste Viertelstunde fand ich super. Dann hat aber teilweise echt so ein bisschen die Intensität gefehlt, fand ich. Ein bisschen Glück gehabt, dass wir das Ding gemacht haben und die eben nicht. Das Spiel kann halt auch locker 1-1 ausgehen. Oder 0-0 oder wie auch immer. Aber ist gut, so startet man mit gutem Momentum rein. Wenn es gegen Osnabrück zu Hause musst du halt wirklich gewinnen. Da gibt es da wirklich keine Ausreden. Kannst du nicht sagen wie gegen Elversberg. Das ist eigentlich eine gute Mannschaft mit dem Ball, die haben ein tolles Mittelfeld und so. Osnabrück hat zwar jetzt gegen 96 gewonnen, aber wenn, also ich meine, an der Bremer Brücke ist nochmal was anderes. Da haben die uns ja auch geschlagen. Aber zu Hause musst du das Spiel relativ locker gewinnen. Aber das wird natürlich nicht so kommen, ne? Das wird natürlich nicht so kommen. Lockere Zweitligaspiele habe ich in den 6 Jahren nur sehr wenige gesehen.
So, Essen unterschreibt einen Jugendvertrag. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt hat es Klick gemacht. Ist echt schwierig, das nach einem Spiel zu sagen, ne? Nach einem mittelmäßigen Spiel. Sieg ist Sieg, egal wie. Wenn du das Ding am Ende gewinnst, ist es gut, aber es war jetzt kein beeindruckendes Spiel vom HSV, ne? So. Quieta Dongalasia. Quieta Dongalasia. Okay, interessant. Glory Quieta Dongalasia. Geiler Name. Müssen wir eigentlich allein deswegen halten. So. DFB-Pokal Halbfinale. Bayern Leipzig und HSV gegen Fürth. Ich hoffe, Jatta kann wieder. Das ist kein Regen, nee. Den gibt's echt. Ah ja, genau, Renzi ist leider verletzt. Richtig, der hat sich den Knöchel gebrochen. So war das, ja. Ach, scheiße, stimmt. Früchtl ist wieder fit. Das heißt, den stellen wir auf jeden Fall auf. Und ansonsten... Also hier, Junukas, ne? Ich habe hier gerade eine Wette aufgemacht, wer hier weiterkommt. Ja. 100% der Einsätze auf den Hamburger Sportverein. Ja, das ist mal ein Wort. Und zwar keine kleinen. 70.000 PA. 70.000 PA. Warte mal, wie viel habe ich noch? Größter Einsatz Hesselhof, 27.000 auf den HSV. Wow. Jetzt kommen so langsam die Quotenwetter rein, aber es hat noch keiner auf Unentschieden getippt. Nach 90 Minuten. Wir tippen immer nach 90 Minuten. Okay. Ja, warte mal. Dann... Skuzi Akuzi, HSV-Fan auch mit einem Rieseneinsatz hier. Wie geht das Pokalspiel aus Unentschieden? Da machen wir nochmal. So. Zack. Das ist immer gut, wenn der Trainer mitwettet, ja, beim Spieler selber beeinflussen kann. Ja, das Spiel könnte unentschieden ausgehen, vielleicht. Ich hab da so ein Gefühl. Vielleicht spielt aus Versehen der Torhüter im Sturm. Ja, genau. Oh, Jatta ist immer noch angeschlagen. 60 Minuten Spielzeit empfohlen. Jatta aufstellen oder nicht? Schon, oder? Ja. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Musst du eigentlich machen. Ja, eigentlich schon. Glatzel, Meffert, Bennis, Ambrosius, Schonlau. Ja, komm. Never change a winning team, bis auf Bakariato. Ja. Rein da. Ja. Einfach rein da. So, wir sitzen auf der Tribüne und gucken uns das an. Ja, ich hoffe, euch werden gute Speisen gereicht. Ich habe das Catering informiert. Ja, wir sind auf Schalke nur feinste Sachen gewöhnt. Ja, klar, natürlich. So, come on. Ja, dann... Daumen sind gedrückt. Ja, danke. Viel Erfolg. Okay, Freunde. Halbfinale. Ich bin ein bisschen nervös. Lieber Edeljoker, sagt ihr? Nee, Bakker spielt. Bakker zu Hause im Pokal-Halbfinale. Der Junge muss spielen. Der Junge muss einfach spielen. Die haben auf ein paar Positionen geändert. Zum Beispiel spielt Gianluca Itta jetzt zentraler Innenverteidiger. Das ist auch mal was Neues. Eben hat er linke Innenverteidiger gespielt. Mal gucken, ob das die Änderung ist, die den... Unterschied macht. Und vor allem hoffe ich, dass Bakker sich jetzt nicht verletzt, ne? Das ist, dass ich da keine Fehler gemacht habe, ihn mitzunehmen. Ecke für uns. Laszlo Benes wird ihn reinbringen. Komm, Lazi. Gutes Ding jetzt. Haddadi klärt. Dompe am Strafraumrand. Dompe versucht's direkt. Benes nochmal. Wieder Dompe. Versucht's nochmal. Ganzes Stück drüber. Ball ist erstmal im Aus. Und weiter geht's. Schon mal drei Abschlüsse direkt zu Beginn. Das zündet das Stadion zumindest schon mal ein bisschen an. Wobei ich hoffe natürlich, dass das Stadion beim Pokal-Halbfinale so oder so brennt. Und das wird's auch. Wieder eine Ecke, wieder Benes. Wieder mit links. 20. Minute, Benes, Michals geklärt. Zwei dabei wieder bei uns. Meffert, Dompe. Und vorbei. Sehr gut. Ambrosius ist da. Glatzel lässt sich tief fallen, spielt ihn auf Benes. Der hat jetzt ein bisschen Platz. Liegt immer zurück auf Van der Bremt. Wieder Glatzel. Rechts geht Bakariata.
Ja, ist zwar angeschlagen, laufen kann, aber Flanke kommt sehr gut. Michaels geklärt. Dompe, Muheim, wieder Dompe, wieder Muheim. Dabei kommt leider nicht durch. Aber wir schnüren sie da hinten jetzt echt ein. Flanke, Muheim, Glatzel, legt ihn ab, Laszlo, Benes! Und ich war mir fast sicher, dass das Ding reingeht. Aber leider nein, leider nein. Komm, nächstes Highlight. Wieder für uns. Haddadi zurück auf Itta. Also ich hoffe mal, dass es für uns ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir den Ball jetzt gleich erobern werden. Genau jetzt, da ist Van der Bremt. Benes, Glatzel. Glatzel ist durch. Robert Glatzel wartet zu lange. Und das Ding ist drin! Emanuel Ferrei mit dem Tor. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der reingeht, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding reingeht. Der Ball kommt hier vom Gegner, Glatzel wartet eigentlich zu lange mit dem Abschluss. Ferrei kriegt ihn irgendwie ins Gesicht und das Ding hüpft ins Tor. Nehmen wir mit. Das war, das ein Glücksgriff oder war das gewollt von Ferrei? Ja, das wollte er so. Der Junge ist schon die ganze Saison gut drauf. Der hat auch ein gutes Kopfballspiel, glaube ich, ne? Es sah so ein bisschen so aus, als hätte er den einfach irgendwie ins Gesicht gekriegt. Er hat den einfach in die Fresse bekommen. Sei denn, der macht jetzt nach der Ecke noch einen, dann glaube ich, dass Absicht war. Ja. Nee, es ist Meffert. Oh, nein. Nee. Schade. Aber es sieht richtig gut aus. Er sieht richtig gut aus. Ah, es gibt einen Freistoß. Ja. Freistöße können wir. Benes mit seinem goldenen linken Fuß. Oh, wieder ins Gesicht. Frei. Das war nicht schlecht. Schade. Joa, erste Halbzeit. Führt noch ohne Schuss. Ist erstmal in Ordnung. Eigentlich müssen wir ein bisschen höher führen als 1-0 hier. Ja, aber solange du da nichts zulässt, ist das ja schon mal mega gut. Ja. Oh Junge, was eine Flanke. Den einen Abschluss von Dompe habe ich eigentlich drin gesehen. Ja, ich auch. Den er da am Tor vorbeigesetzt hat. Eieieiei. Aber ich finde es halt krass, wie Fürth einfach noch nicht mal aus der eigenen Hälfte rauskommt meistens. Nee, überhaupt nicht. Hey, noch ein Highlight, Wahnsinn. Ambrosius, oh, oh Mann. Gibt's ja nicht. Komm schon. Benes siebte Ecke. Wieder geklärt, wieder Dompe. Oh Mann, ey. Joa. Freunde, das nehmen wir doch so mit. Kingslatan, moin. Sehr, sehr gut. Da zeigt Ferrei mal ein anderes Gesicht. Ah, sehr schön, sehr schön. 1,26xG, ein Tor haben wir gemacht. 71% Ballbesitz. Bloß nicht selbstzufrieden werden. Einfach, macht einfach so weiter. Bleib scharf im Kopf. Wir nehmen Jatta mal runter und bringen für die zweite Halbzeit Noah Weißhaupt, damit wir den für den Rest der Saison noch mit dabei haben. Und gehen einfach rein in die zweite Halbzeit. Wir ändern einfach nichts, bis auf den einen Wechsel. Und ich glaube, wir fahren tatsächlich nach Berlin. Wenn ich ihr wäre, dann würde ich schon mal nach Zugverbindung gucken und schon mal ein Hotel buchen. Jona, moin. Es läuft mega gut, Jona. Wir sind hier gerade im Pokal-Halbfinale und führen 1-0. Jetzt aber die erste Ecke von Greuther Fürth. Sorry, nur von Fürth. Asta. Oh, Pfosten. Itta. Es war so klar. Einfach aus dem Nichts. Es war so klar. Also, Alter. Ja, aber wenn nichts geht, dann geht's halt über die Stadt. Das ist halt. Ja. Aber du bist gut, einfach weitermachen. Ja, und ich sage eben schon, der Chat soll sich schon Hotels raussuchen für Berlin. Und dann passiert das, natürlich. Oh nee, wieder Ecke. Schön Jinx, nee, Ecke. Zu früh gebucht, ja. Sehr gut. Come on, Jean-Luc. Okay, spannend. Mal aufmuntern, die Jungs. Komm, Lazi. Jetzt einen guten Pass. Da ist der gute Pass. Glatzel! Oh, was für ein Reflex.
Aber ihr habt die Chancen, das sieht gut aus. Ja. Aber ja, bucht schon mal die Hotels, aber schließt eine Reise- und Rücktrittsversicherung. Ja, genau. Dennis Glatzel, abseits, wa? Ah, sauber. Das sah für mich schon sehr nach abseits aus. Ich mach mal die Tulmne an. Kommt Dennis Aytekin. Überprüft. Ja, es zählt! Geil! Wird gegeben. Oh, wichtig, 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 ey. Ich hab echt gedacht, dass es abseits ist, ne? 1. Oh, das sah sowas von nach abseits aus. Krass. Puh. Die Bayern führen mit 1-0 durch Thomas Müller in der ersten Minute der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit. Finale gegen Bayern, ja. Ja, Leipzig wird auch geiler, die kennst du doch. In- und auswendig. Ja, das stimmt natürlich. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Clip das, Chat. Clip das. Oh, Bennis, Junge. Ja, sehr gut. Glatze. Oh, das ist 3-1. Und das Ding ist hoffentlich durch damit. Da lege ich mich fest. Ja, doch. Da lege ich mich fest. So viele Ecken. Kannst den großen Stil auswechseln. So viele Eckenköpfe können die gar nicht mehr haben. Ich finde das immer tröstlich, wenn man selber auch über Standard zuschlagen kann. Das stimmt, ja. Oh, geil. So, Leute, dann alle, die jetzt schon die Zugtickets wieder verkauft haben, das ein bisschen überhastet. Mal ein bisschen wechseln. Ja, mal Pavlovic rein. Machen wir es wieder genauso wie im letzten Spiel. Ludo Reis kommt. Und komm, also ein Wechsel behalte ich mir nochmal offen. Nicht, dass hier noch unvorhergesehene Dinge passieren und wir dann reagieren müssen. Nur Weißhaupt. Green. Spielen lang. Pavlovic. Van der Brent. Oliveira. Schön von Oliveira. Dompe. Oliveira. Ah, flankt doch einfach mal. Ja, so geht's aber auch. Van der Brent. Mit links. Linde. Frei. Szene lebt noch. Dompe. 4-1. Jean-Luc Dompe. Und jetzt wird's hart hier für Fürth. Jetzt wird's hart. Macht er richtig gut. Macht er richtig gut. Sucht die Lücke, findet die Lücke. Linde ist zwar noch mit einem Arm dran, aber hat dann doch keine Chance. Und wie gewinne ich hier dieses Spiel, ey? Wenn's läuft, dann läuft's. Also es läuft sowas von krass. Und ich frage mich jetzt schon, ob wir gegen die Bayern, wahrscheinlich gegen die Bayern dann im Pokalfinale mit der gleichen Taktik spielen oder ob wir uns dann irgendwie anpassen. Ob wir schauen, dass wir irgendwie auf die reagieren. Und wir müssen auf jeden Fall gegen die Bayern Pavlovic aufstellen, weil der wird treffen. Das ist schon mal safe. Weißhaupt, oh. Gleiche Taktik, ne? Ja, würde ich auch sagen. Gotha. Oh, viel zu viel Platz. Fünf Minuten noch. Können wir es 5-1 machen? Ferrei dreht sich mit links. Und Linde muss wieder hin. Das Ding ist halt, Linde macht echt kein schlechtes Spiel und trotzdem steht es hier 4-1. An dem Jungen liegt es nicht. Dompe mit der Ecke. Meierhöfer. Und wenn wir den Pokal gewinnen, dann spielen wir nächstes Jahr europäisch, ne? Leute? Also verbraucht euren Jahresurlaub mal noch nicht. Könnte sein, dass da einige Auswärtsfahrten auf uns zukommen. Wie Moppy schon schreibt, vielleicht mal nach Rom zum Beispiel.
Jetzt kommt Glatzel, kriegt mal seinen Applaus. Oder auch nach Bergamo, nach Sevilla. 5:1! Es ist wieder Dompe. Es ist wieder Jean-Luc Dompe. Es ist mit unser bestes Saisonspiel hier im Heimspiel gegen Fürth. Was ein Statement. Was ein Statement, ey. Und damit fahren wir nach Berlin, Leute. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. 5:1. Krass. Oh, das ist nicht schlecht. Leider sind wir nach dem 3:1 aus dem Spiel gegangen. Achso. Geflogen. Okay. Ich dachte, ich gucke kurz was nach und dann kam ich nicht wieder zurück. aber ich bin froh, dass das nicht nochmal spannend wurde. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Fürs vielen Dank. Berlin-Ticket. Das ist schon ziemlich krass. Ja, das ist echt krass. Vor allem 5:1. Also, so kann man so ein Halbfinale mal machen. Bin gespannt, ja, ob die Bayern das dann auch geschafft haben. Habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Auf jeden Fall ein Statement-Sieg. Ja. We take it. So, die Bayern haben 2:0 gewonnen. Na gut. Das war ein schönes Nord-Süd-Duell im Finale. Ja. Oh, wie ist das letzte Spiel des HSV gegen die Bayern ausgegangen? Da muss ich mal. Das war von den Spielen erinnere ich mich auf jeden Fall an Tor von. Wie ist euer Japaner? Takahara? Naohiro Takahara, ja. Ist auch schon lange her. Ich glaube, da gab es danach bestimmt nochmal das ein oder andere Spiel. 2009 gewesen sein oder so. Das letzte Spiel war am 15.08.2018, wie es aussieht. Das muss ein Testspiel gewesen sein. Ja. 10.03. 0:6. Okay. Robben, Ribéry, Lewandowski. Ungefähr mein Tipp fürs Finale. Ich glaube auch. Ich habe eben schon überlegt, ob ich die gleiche Taktik spielen soll oder ob wir uns irgendwie versuchen, auf die Bayern anzupassen und irgendwie da auszukaufen. Das ist immer schwierig in solchen Spielen, finde ich. Ja, genau. Also eigentlich muss man, die Saison läuft so krass gut, dass man eigentlich auf bestehendes Vertrauen muss, ne? Eigentlich mit breiter Brust dahin fahren und 6:0 geklatscht werden. Genau, ja. Das ist, glaube ich, der Plan. So machen wir das. 25. Mai 24. Das ist echt schwierig. Was für ein geiles Finale, ne? Bayern gegen HSV. Oh mein Gott. Das ist schon echt mega gut. Ja, schade, dass das nicht mehr so ist wie früher, dass der Zweite dann international spielt, wenn der Erste über die Liga qualifiziert ist. Ja, stimmt. Stimmt. Das finde ich wirklich schade, sonst wärst du einfach nächste Saison international dabei. Ja. Ja, das wäre schon echt geil. Das wäre krass. Ist das gut? Ich freue mich. Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg, ey. Und das in der ersten Saison, das ist echt übelst krass. Da gibt es nochmal 2,8 Millionen Euro für. Ja, da komm. Also für die Teilnahme am Halbfinale kannst schon mal, ne? Kannst du mir das Finale auch ablösefrei geben. Kleine DFB-Pokalprämie von mir für dich. Ja, schon. Ja, ne? Dafür, dass ich den abnehme dann. Hat ja nichts dazu beigetragen. Nichts! Was? Ja. Was eine Lusche, der Typ. Ist er eigentlich immer noch bester Spieler in der zweiten Liga? Ich weiß es gar nicht. Aber wird wahrscheinlich nach der No-Show gerade eben nicht mehr, ne? Doch, tatsächlich. Oh vor ja, Rico stimmt. Keuter. Ja. Vor Keuter. Dabei. Ja, krass. Und vor Harvard Nielsen, gegen den wir jetzt spielen hier. Ein Punkt trennt uns. Das vor ist Hannover 96. Puh. Das ist ein krasses Spiel. Ja. In Hannover. In Hannover, ja. In Hannover. Ey, ich bin mega gespannt. Ja. Wird schwer, 96 gerade? Die haben gerade unentschieden gespielt, ne? Ja, gegen Magdeburg 1:1. Ja, genau. Die haben lange nicht verloren. Die sind gut drauf. Ja. Letztes Mal verloren haben sie gegen den HSV. No. Das ist schon einigen passiert, habe ich gehört. Das, ja. Das stimmt. Da. Der letzte Sieg gegen die Bayern war 2009, ein 1:0 durch Mladen Petric, vorwärts Roberto. Oh. Ist das schön. Habt ihr schon mal in diese Datenbank von 2008 reingeguckt?
Das ist richtig geil. Das ist so gut, ne? Wenn du da diese Karte anguckst, ich habe ja den Screenshot gepostet vom HSV und von Werder, glaube ich. Oh, diese Namen, ey. Ich hätte auch richtig Lust, einfach mal ein Safe zu spielen in 2008, 2009. Ich habe auch Bock, dann Videos zu machen zu der Datenbank. Ich weiß noch nicht so ganz, was oder wie wir das machen. Was das Thema ist. Weil einfach nur, ich klicke mich lustig durch die Datenbank, ist ein bisschen lame, ne? Gibt es die zweite Bundesliga? Ja, gibt's auch, aber da haben nicht alle Teams volle Kader. Hast du schon mal die Idee, auf Twitch und YouTube parallel zu streamen? Geht ja mittlerweile rechtlich. Ja, ich hab mir das überlegt, aber ich habe mich dann irgendwie dagegen entschieden. Ja, irgendwie so aus. Ich wollte einfach so nur auf einer Plattform streamen. Keine Ahnung. Aber man könnte das machen. Es geht ja auch irgendwie, dass man zwei Chats gleichzeitig hat, ne? Vielleicht probieren wir das einfach für die nächste Saison dann mal aus. Wenn wir dann die zweite Saison spielen, dass wir dann sowohl auf YouTube als auch auf Twitch streamen. Ich habe ja mal gesagt, ich will das nicht, ohne wirklich einen Grund anzugeben, warum. Aber können wir mal testen. Wieso eigentlich nicht? Wieso denn eigentlich nicht? Übernimm noch ein Team, das damals überraschenderweise auseinandergebrochen ist. Die Bruchweg Boys zum Beispiel. Ja. Machen safe mit dem HSV bis ins heutige Jahr oder mit einem anderen Verein. Ja, das wären halt so krasse Langzeitprojekte, ne? Ich glaube, Bruchweg Boys, das war ein bisschen später. Kannst du die damalige Mannschaft vom HSV in die heutige Bundesliga einfliegen? Da müsste man alles per Hand machen, ne? Müsste man alles per Hand machen. Ich habe mich die Tage gefragt, was passiert wäre, wenn Klopp 2008 tatsächlich nach Hamburg gegangen wäre. Ey, Pater, das ist eine geile Idee. Ich weiß nur nicht, ob das Thema ein bisschen zu nischig ist, so. Ja, wobei eigentlich nicht, ne? Klopp, HSV. Ja, das schreibe ich mir auf. Finde ich geil. Was wäre, wenn Klopps Hose keine Löcher gehabt hätte? Ja, genau. Einfach für meinen Channel bis heute simulieren und gucken, was anders laufen könnte. Ja, das wäre so der Klassiker, ne? Kann man auch machen. Leute, ihr habt vergessen, den Stream zu liken. Habt ihr halt wirklich? Gibt's ja gar nicht. Unfassbar. Dabei sieht das so verlockend aus, diesen Knopf zu drücken, ne? Ist ja Wahnsinn. Kannst du mal eine Beneliga simulieren auf dem Hauptkanal? Habe ich tatsächlich schon gemacht. Müsste ich nur noch ein Video zu machen. Ist gemacht. Sehr gut. Danke. Morgen kommt übrigens auch ein neues Video auf dem Hauptkanal. Da wird es dann um Bellingham gehen. Und Stendal. Der wird auch so schön bunt, wenn man draufklickt. Ja, das stimmt. Mit Konfetti und sowas, ne? Ist echt super. Guckt euch mal diese Vereinsatmosphäre an. Das ist schon gut. Das ist schon richtig gut. Und was wir halt auch mal machen können mit dieser Datenbank. Vielleicht mache ich einfach mal einen Stream demnächst. Und dann klicken wir uns da gemeinsam einfach mal durch, oder? Einfach mal so durch die Datenbank 2008. Kann ich einfach mal machen. Wieso denn eigentlich nicht? Habt ihr wahrscheinlich auch Bock drauf, ne? Würde ich mal so schätzen zumindest. Zumindest die von euch, die 2008 schon am Start waren. Ich glaube, wir sind hier gleich schon wieder am nächsten Spiel. Ja, es ist der 6. April. Wir haben ein Spiel gegen Kaiserslautern. Jetzt sind es, glaube ich, noch 6 oder 7 Spieltage bis Ende. 1, 2, 3, 4, 7. 7 sind es und dann haben wir noch das Pokalfinale am 25.05. Schaffen wir heute nicht mehr. Das machen wir im nächsten Stream. Ich denke mal, wir machen heute so bis Braunschweig oder so.
Und dann machen wir im nächsten Stream Saisonfinale. Wir fangen an mit dem Stadtderby nächsten Stream. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Nächsten Donnerstag, 20 Uhr wie immer. Stadtderby und großer Abschluss dann DFB-Pokalfinale in Berlin gegen die Bayern. Ja. Das wird geil, Mann. Das wird geil. So, HSV gegen Laudern. Schalke spielt gegen 96. Wir sind mal für Terry. Ich bin schon 11 Punkte vorweg. Ich glaube, der holt mich nicht mehr, auch wenn wir nochmal ausrutschen sollten. Famous last words, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Ja, ich hätte schon gerne, dass wir gemeinsam aufsteigen. Zumal das auch nicht schlecht wäre, wenn wir so Vereine wie Hannover und sowas dann einfach komplett aus der Rechnung rausnehmen können. Wobei unsere Mannschaft halt absolut nicht so wirkt, als würde sie in den nächsten Wochen auf die Idee kommen, einzubrechen, ne? Was hältst du davon, eine DAC Heiliger zu simulieren? Könnte man auch machen. Also wenn ihr mal bei Seitenwechsel reinguckt, der hat sowas gemacht mit, der hat die Alpenliga simuliert. Das ist auch ganz cool. Also quasi Österreich und die Schweiz zusammengelegt. So, Jatta, gehen wir dann wieder eine Pause. Dafür kommt Noah Weißhaupt. Kommt Noah Weißhaupt. Nicht nur 2008, unter Christian Titz hatte der HSV auch eine gute Zeit, aber unser Vorstand war damals leider zu doof. Ja, 100%. Das größte What-If der jüngeren HSV-Geschichte. Was wäre gewesen, wenn Christian Titz geblieben wäre, ne? Hätte ich so gerne gesehen. Ich war damals so genervt, als sie ihn rausgeschmissen haben. Komm, ich lass auch mal Reis wieder spielen. Der hat sich das irgendwie auch verdient. Und ansonsten machen wir es einfach genauso. Achso, und ich wollte mal die Bank anschauen. Passt eigentlich soweit. Wollen wir Alex Pavlovic mal wieder spielen lassen von Beginn an? Lass uns das mal machen. Auch wenn er leicht angeschlagen ist, aber er kann durchspielen. Deswegen macht er das einfach mal. Pavlovic reißt einfach mal eine neue 8. Mal gucken, ob die Jungs das hinkriegen. Klopp wäre schon das größte What-If. Ja, deswegen sage ich der jüngeren Geschichte. Wann war das mit Klopp? Das war Klopp sauer auf HSV-Bosse. Ruft nie wieder an. Es war tatsächlich 2008, ne? Während Jürgen Klopp auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn steht, ist der HSV am Tiefpunkt angekommen. Das könnte auch daran liegen, dass der Klopp den damaligen Mainzer Zweitligatrainer 2008 erst ausspionierte und ihm dann absagte. Geheime Observierung der Kandidaten von morgens bis abends. Die ausgesandten Spione beschatteten das Quartett, also Klopp und drei andere Trainer, täglich von morgens 8 Uhr bis zum Feierabend und unterstellten Dossiers über jeden Einzelnen. Kritiken unter anderem Pünktlichkeit, Kleidung und Erscheinen, Auftreten gegenüber Fans und Medien, Training, Taktik, Motivation. Dafür wurden von den Scouts Punkte von 1 bis 4 vergeben. Die beste Bewertung erhielt Fred Rütten. Klopp hingegen schnitt ziemlich schlecht an. Ja, weil er sich nicht so gut angezogen hat, ne? Und weil er nicht so pünktlich war wahrscheinlich auch. Ja, es ist schon krass. Das ist schon echt krass. Wenn man sich das so durchliest, ey. Ja, also meinetwegen können wir reingehen ins Spiel. So, wir haben eine Mannschaft aufgestellt. Wie sieht's in Gelsenkirchen aus? Hervorragend, wir auch. Ja. Speichere ich eben nochmal. Und wir sind nervös vor dem Spiel gegen Hannover 96. Wir haben 120.000 PA in der Wette, also Kanalpunkte. Boah. Auf Niederlage. 120.000? Auf Niederlage. Zwei Drittel der Kanalpunkte wurden hier auf Niederlage gesetzt. Sag mal, was hast du denn da für einen Chat? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, alles Hannoveraner. Ja, du hast irgendwie Martin Kind im Chat, glaube ich. So viele Kanalpunkte hat nur Martin Kind. Das ist so. Ja, let's go. Frankie Deluxe hier postet Hannover 96 Emos. Ah, da ist er. Wo ist es nämlich? Ja. Also dann. Ich drück dir Daumen. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, auch so, danke.
Kenan Karaman, selbstgefällig in der Startaufstellung, so liebe ich ja, das. Ja, super. So liebe ich das. Super. Come on, HSV. Wir klatschen jetzt hier Kaiserslautern weg. Davon bin ich fest überzeugt. Klopp ist bei der heimischen Presse nicht so beliebt. Okay. Don't judge a book by its cover. Ja, safe. Hab Sané für 180 Millionen an die Saudis verkauft und den kompletten Betrag in U18-Talente investiert. Oh, Reis. Oh, fast das 1-0. Hab alle markiert und beobachte jetzt jedes Jahr Marktwerte bzw. Transferablöse. Oh, spannend. Das ist spannend. Danke, Freeze. 1-0 für... Oh nein, der VAR. Ah, der zählt. Ja. 36 Sekunden hat's gedauert. Come on, Schalke. Sehr gut. Sehr gut. Schallenberg so. Mit dem Lupfer. Keuter mit der Brustannahme und dem Volley wie Götze im WM-Finale 14. Oha. Original 1-1 Copy und das ist das 1-0. Geil. Weiter so. Oh, Herrcher. Ferrei ist da. Ich weiß gar nicht, wo Herrcher da hin wollte. Wusste wahrscheinlich selbst nicht. Alex, moin. Weißhaupt. Über rechts. Nur Weißhaupt. Dompe. Oh, kommt nicht ran. Miroslav Muheim auf links. Kann ihn reinbringen, macht er nicht. Herrcher ist wieder da. Haut ihn lang raus. Reis setzt sich gegen Clement durch. Nur Weißhaupt. Ludovic Reis. Und der Ball ist nicht drin. Ich habe ihn drin gesehen. Ich habe den drin gesehen. 18 Minuten gespielt, bisher noch ein sehr unauffälliger Mittag hier. Nachmittag. Von beiden Mannschaften, keine großen Chancen. Bis auf das Ding von Reis eben, der auch hätte reingehen können, aber nicht reingegangen ist. Ecke. Dabei segelt einmal komplett durch. Muheim ist der Einzige, der hinten absichert. Geht jetzt auf den Strafraum zu. Zieht ab! Oh mein Gott, Miro. Was für ein geiles Ding. Was für ein geiles Ding. Norseman ist da, was geht ab? Einen wundervollen guten Abend nach Griechenland. Wann kommt Landesliga safe? Regionalliga safe, der kommt. Ja, ich sag halt schon seit 3 Monaten, der kommt bald, ne? Aber, ja, der kommt bald. Der kommt bald. Bald, ich werd ja auch noch, das passiert auch demnächst, den VfB Lübeck retten. Das wird auch passieren. Also ich werde zumindest versuchen. Und dann vielleicht noch obendrauf den VfL Osnabrück, wenn ich Zeit habe. Aber ich habe ja schon gesagt, ich fahre 2 Wochen in Urlaub. Und gucken wir mal, was ich bis dahin hinkriege. Weißhaupt! Schade. Gute Held. Wunderbare Grüße zurück nach Hamburg. Ja, danke. Dortmund safe müsste enden, damit du Platz im Terminkalender hast. Ja, genau. So sieht das nämlich aus. Der Kommentar sagt, Hannover 96 geht hier unter. 13. Minute, 2-0. Wow. Schalke findet so langsam rein. Ja. Das ist gut. Und während der Ball über die Linie ging, kam die VAR-Meldung, Tor gegeben. Das war der schnellste Check der Welt. Auch Köln lernt dazu, sehr gut. Ja, weiß nicht, ob das ein Feature ist nach dem Patch, aber ja. Wo seid ihr gerade? Wie lange ist gespielt? 15 Minuten. Ja, wir sind schon durch mit der ersten Halbzeit. Ist einfach nichts passiert. Ja, hier ist halt viel passiert in der ersten Viertelstunde. Ah, okay. Jetzt Teuchert auf dem Weg zum Tor, aber wird geblockt. Ja, die Jungs lassen sich irgendwie ein bisschen ruhiger angehen. Ja, könnt ihr auch. Könnt schon mal auf Berlin vorfreuen. Ich glaube, das machen die gerade. Ja. Die Lautern auf Aufstellung ist Quatsch. Tja, kannst mal sehen, ne? Die realistischste Fußballsimulation aller Zeiten. Sag ich ja immer. Opoku. Clement. Oh, Hans Lick. Vorbei. Ja, ist die erste Saison. Ich könnte mal mehr fordern, so langsam. Also, ich hätte jetzt akut nichts gegen das 1-0. Oh, da wäre es fast gewesen. Schonlau. Lang raus auf Raschel.
Void, Okopu, Opoku, Herrcher, Lehmend, Raschel, Raschel, okay. Elfmeter für Schalke. Wer schießt? Tietz übernimmt die Verantwortung, läuft an. Und, oh, 3:0. Ja, nach einer halben Stunde. Sehr, sehr gut. Wahnsinn. Was ein geil. Statement bis hierhin. Das ist echt ein Statement. Das ist richtig wichtig. Also ich habe mir jetzt die Live-Tabelle noch nicht angeschaut, aber warte mal. Ja, komm. Wir steigen auf, Terry. Wir steigen auf. Ja, es ist jetzt eigentlich durch. Ja. Oh, jetzt führen wir auch. Dompe. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Ja, geil, ne? Dompe, wundervoll. Also Dompe in den letzten Wochen ist halt wirklich krass. Der ist wahnsinnig gut in Form. Also Marlon Ritter als tiefer Sechser ist auch spannend, ne? Muss man sagen. Ach, Turm, ne? Ja, habe ich vergessen. Komm. Bring mal Nemeth rein für Frei. Und wieder aus. Nicht, dass wir noch gecopyright-striked werden. Gut, dass du nicht verkauft hast. Ja, allerdings. Hätte ich ja gemacht, ne? Aber er wollte bleiben. Eine richtige Entscheidung von ihm auf jeden Fall. Minute. Haben wir nochmal eine Chance für das, um das 2:0 zu machen. Dompe. Soldo klärt erstmal. Na, wobei er klärt nicht. Der Ball prallt von ihm ab. Pavlovic. Lute. Mit einer Hand boxt er den Ball raus. 88. Ecke für uns. Ich will nicht, dass Lautern absteigt als VfB-Fan. Ja, das wäre wirklich heftig traurig. Also. Reis. Oh. Aber Lautern spielt halt im Moment auch wirklich nicht gut. Leider. Ich habe so ein bisschen reingeguckt im letzten Spiel. Gegen KSC. Das sah natürlich richtig, richtig übel aus. Nochmal eine Ecke. Terence Boyd am zweiten Pfosten. Puchacz. Früchtel. Sehr gut. Kannst du Preußen Münster machen? Wahrscheinlich nicht, nee. Wahrscheinlich erstmal nicht. Sehr gut, 1:0 gewonnen zu Hause gegen Kaiserslautern. Ungefähr so habe ich mir das Spiel ehrlich gesagt auch vorgestellt. Wir waren hier die bessere Mannschaft, wir waren auch deutlich die bessere Mannschaft und haben halt irgendwann einen gemacht. Vor 52.900 Zuschauern und so lang, also ja. Leute, wir steigen auf. Ich sag's jetzt so langsam muss ich mich auch nicht mehr zurückhalten, glaube ich. Das ist schon der Wahnsinn, wie gut wir einfach aktuell in Form sind, ne? Das ist schon echt der Wahnsinn. Selbst Spiele, die nicht so krass sind, gewinnen wir dann trotzdem mit 1:0. Ich wollte mal kurz auf die Live-Tabelle gucken, die jetzt nämlich so aussieht. Die jetzt nämlich so aussieht. Danke. 65 Punkte. 12 Punkte vor Platz 4. 15 Punkte. Ne, 15 Punkte vor Platz 4, 12 Punkte vor Platz 3. Ja. Ja. Leute, das ist es doch. Schalke bleibt noch ein bisschen dran, aber auch die sind halt 11 Punkte weg von uns, ne? Wir haben eine Tordifferenz von 32. Also können wir uns schon mal selbst auf die Schulter klopfen. Lautern ist tatsächlich noch schlechter am Wochenende gewesen als Schalke und das sagt schon was. Echt? Also ich habe, wie gesagt, nur die Highlights gesehen von Schalke und ich fand schon, also die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit kannst du halt nicht wirklich bewerten, weil Magdeburg da drei Gänge rausgenommen hat. Nächsten Spieltag kannst du schon aufsteigen. Ja, stimmt, wenn alles richtig läuft, dann steigen wir auf. Inano, moin. Lautern Regionalliga wäre schön. Oha.
Ist Enano Mannheimer? Also wenn wir im nächsten Spiel gewinnen und Nürnberg verliert. Warte mal, sind wir dann aufgestiegen? Sind wir dann aufgestiegen? Wenn wir gewinnen. Achso, das ist hier noch gar nicht mit reingerechnet. Ich glaube ja, ne? Udraogo. Hui. Letzten 5 Spieltage die Jugend kicken lassen, so ein bisschen. Nee, ne? Also wir hatten jetzt 12 Punkte Vorsprung, dann hätten wir 15 Punkte Vorsprung. Das heißt, wir wären noch nicht aufgestiegen. Müssten dann also noch ein paar Spieltage warten. 15 Punkte, ja. Ja. Was ist denn mit einem eher schwächeren Spiel? Ja, der scheint, Formkurve scheint nach unten zu gehen. Wenn Schalke absteigt, ist es ziemlich durch. Die Chancen stehen praktisch bei null, dass sie die Lizenzen für die dritte Liga bekommen, ab in die Regionalliga. Ja, ja, leider. Das passiert nicht, oder? Das passiert nicht. Schalke steigt nicht aus der zweiten Liga ab. Also ich sag, die fangen sich noch irgendwie und die werden am Ende vielleicht 13. oder 14. oder, also es ist auch nur Wunschdenken. Ich habe jetzt keine Anhaltspunkte aus der Realität, die darauf hindeuten würden, dass sie sich fangen. Aber es ist halt immer das, was man auch in den Abstiegsjahren oder in den Jahren vom Abstieg über den HSV gesagt hat, dass die Qualität im Kader eigentlich zu hoch ist, um abzusteigen. Aber dieses eigentlich, das killt dich dann am Ende halt, ne? Weil am Ende geht es nicht um die theoretische Qualität, sondern was sie halt auf den Platz bringen. Wenn das nichts ist, dann. Jo. Dann gehst du halt runter. Glatte rote Karte für Udraogo. Ich bin hier einfach so mal an dem. Einfach mal in der Mittellinie von hinten mit beiden Beinen hinten reingekrätscht. So richtig assi. Stark, Assan. Stark. Oh Mann, ey. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Erst 3-0 schlagen und dann auch noch die Gegner verletzen. Das ist sehr schön. Richtig geile Aktion. Ja, wir sind mittlerweile auch durch, haben das Ding schön entspannt 1-0 gewonnen. Und gucken jetzt nochmal ein bisschen Schalke. Ja, wie das jetzt hier vielleicht nochmal knapp wird, ey. Wenn Pech haben. Also was, von 96 ist bisher auch nicht viel gekommen, ne? Ja, wobei. Nee. Also 11 Schüsse, aber die XG sind. Achso, stimmt, die hatten 11 Meter. Ja, okay. Ja, wir hatten 11 Meter. Aber. Ja, mal gucken, ey. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier noch die 10 Minuten runtergespielt. Nürnberg führt, aber das wird auch wieder ein Spitzenspiel nächsten Spieltag. 54 Punkte gegen 53 Punkte. Ja. Ich stehe jetzt bei der Hertha. 1-1 gegen Paderborn noch. Ja. Pauli Düsseldorf trotz Siegen weit genug weg. Ja. Ich glaube, wenn wir im nächsten Spiel gewinnen und der Vierte nicht gewinnt, dann sind wir schon, haben wir den Relegationsplatz schon safe. Naja, krass. Was für eine Saison, ey. Echt irre. Ja, das ist echt heftig. Oh, schöner Ball von Templeman. Schade. Udraogo ist halt ein richtiger Malocher. Ja, genau. Das ist Vereins-DNA. Das ist Vereins-DNA. Ach so, Enano, stimmt. Falls es unter deinen Videos noch nicht rauskam. Ja, du hast da so ein paar Hinweise gedroppt. Da ist was dran. Ja, schade. Ich dachte, wir sparen uns jetzt hier noch die zu Null Prämie. Das wäre nicht schlecht gewesen auf Schalke. Ja, das stimmt. Oder? Kommt noch einer? Nee. Das war's. Aus und vorbei. 1-0. Sehr schön. Ja. Ja, was für ein großer Sieg, ey. Wichtig. Ja, krass. Mega gut. Also, ja, das wird was. Das wird was.
Und jetzt habt ihr Nürnberg tatsächlich? Ja, jetzt kommt Nürnberg. Direkt nachlegen. Puh. Und dann wären wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, wenn ihr jetzt Nürnberg schlagt, dann habt ihr ja, da habt ihr einfach schon 4 Punkte Vorsprung und dann sind noch 5 Spiele. Also, und dann dürfte das Programm ja auch leichter werden, ne? Ja, also wir haben noch, Elversberg, Düsseldorf, Osnabrück, Rostock und Fürth. Osnabrück, Rostock, Fürth, also da brennt nichts mehr an. Also ich sagte, das nächste gewinnen und dann steigt er auf. Ja, ich guck mal. Das wäre nicht schlecht, wenn wir das nächste gewinnen. so kann man es formulieren, ja. Richtig. Ja. Jetzt erstmal ohne. Wen haben wir? Wir haben jetzt Magdeburg. Auch geil, ne? Tietz steht hier schon vor der Prämie für 10 Ligatore. Einfach 9 Einsätze, 9 Tore gemacht. Das war mal Wintertransfers, ne? Also. Ja, also beide Stürmer, ne? Hier Keuter auch in, 11 Einsätze, 9 Tore, Tietz 9 Einsätze, 9 Tore. Das ist einfach krass. Ja. Weiß gar nicht, was hat der beste Torjäger in der zweiten Liga? Spielübersicht. Tore. Havard Nielsen 15 Tore. Mhm. Lemperle 14. Vermey 14. Benesch 11. Dann ist Teuchert schon mit 10. Ja. Auf Platz 7. Das heißt, wir sind da direkt mit dabei. Not bad. Das ist schon krass. Ja, ist echt krass. Tietz und Keuter beide genauso viele Treffer wie Klatzel. Ja, also wir haben, also was Einzelspielerstatistik angeht, sind wir halt überhaupt nicht mit dabei, ne? Also in keinem der. Voll die Teamleistung, ne? Ja, ja, von vorne bis hinten. Das ist irre, ne? Dafür, dass du so weit einsam vorne deine Kreise ziehst, keine Teamstatistik dominierst. Das ja, ja, echt, das ist echt kurios. Ja. Spricht fürs System und den Trainer. Ich habe dir über das kommt mal ein Screenshot geschickt, der dich interessieren würde. Ja. So ein Arsch. Fans feiern Taktik-Genie, Chat. Ja. Fans feiern Taktik-Genie. Ja. Ich freue mich hier für dich. Danke. Nächste Woche wird's anders. Die Karten werden neu gemischt. Das ist wahr. Ich bin gespannt, wie die Taktik dann in der Bundesliga funktioniert, ob man die auch. Oh ja. Also meine wird, also nach dem 4:1 gegen die Hertha oder 1:4 gegen die Hertha, ich echt Bammel vor dem Aufstieg in die Bundesliga mit der Taktik. Da werden wir uns auf jeden Fall noch irgendwas einfallen lassen müssen. Ja, auf jeden Fall. Andererseits, wenn du so Bayern und Dortmund und Leverkusen rausnimmst, hast du ja eigentlich eine sehr ausgeglichene Liga. Also wo du dich jetzt auch gar nicht so verstecken musst eigentlich. Also gerade in den Heimspielen. Vor allem, wenn du Richtung unteres Drittel guckst, ne? Wenn du irgendwie Köln hast oder Union oder Werder, wobei die steigen wahrscheinlich ab. So weit sind wir da gar nicht von weg. Ja. Das stimmt schon. Ja, deshalb, also. Ja, mal gucken, ich bin gespannt. Aber erstmal eintüten den Aufstieg. Genau. Und dann bin ich auch mal sehr gespannt auf die Transferphase. Das Gute ist ja, dass du dann 3 Wochen in Urlaub bist. Das heißt, ich habe dann einfach Zeit, die komplette Datenbank zu durchforsten, bis du wiederkommst. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mein Laptop mitnehme und dann im Urlaub einfach auch FM spiele. Oder ob ich das nicht mache. Das würde ich hier nicht empfehlen. Also das noch nicht mal aus eigennützigen Gründen, sondern. Nee, wahrscheinlich hast du recht. Erstmal nach Afrika fliegen, um da den FM zu zocken. Ja. Klingt nach einem Plan. Auch mal bei gutem Wetter FM spielen. Das ist auch was anderes. So, Otaogo gesperrt und mit Trainingsverletzungen. Super. Ich würde ja gerne Essen in der zweiten Liga sehen. Ja, Essen auch auf jeden Fall. Mein Vater wurde da geboren, ist kurz vor Weihnachten überraschend verstorben. Oh, mein Beileid. Da wäre irgendwie schön, RWE in der zweiten zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Also Essen ist halt auch einfach ein cooler Verein. Sehr, sehr stabile Fanszene, die halt auch alles mitgemacht hat, ne? Wo ist Essen ganz gewesen? Wir waren in der Regionalliga? Das auf jeden Fall, aber weiter unten war Essen nicht, oder? Oh, doch. Nee. Keine Ahnung. Werdet ihr mir besser erzählen können? Regio Lange. Ja, okay.
Relegation RWE, Schalke wäre wie ein Krieg im Ruhrgebiet. Ja, Relegation unten Schalke gegen RWE und dann oben HSV Köln oder so. Oberliga 2010. Ja, okay. Krass, ne? Trotzdem sind so viele Leute mit dabei geblieben. Oder Köln. Oh, Junge, Köln-Düsseldorf. Oh, stimmt, das ist ja auch möglich. Köln-Düsseldorf oben, RWE-Schalke unten. Ach du Scheiße. Ich glaube, für die Zeit würde ich das Land auch verlassen. Zumindest, wenn ich da wohnen würde, in der Region. HSV auf dem Weg zu neuer Rekordanzahl an Siegen. Wir haben schon 21 Spiele gewonnen. Der aktuelle Rekord liegt auch bei 21, wovon wir nur noch einen davon entfernt sind, die Geschichtsbücher umzuschreiben. Ja, dann machen wir das nochmal. Dann machen wir das doch mal. Köln HSV nur durch die Personalie Baumgart interessant. Ja, und halt dadurch, dass es zwei große Städte sind, ne? Köln gegen Hamburg ist halt schon ein Ding. Es wäre jetzt kein Derby in dem Sinne, aber ein sehr relevantes Spiel. Bist du Sonntag im Stadion? Ja. Ich bin bei jedem Heimspiel im Stadion. Essen hat einen tollen Verein, aber die Stadt an sich ist schlimm. Ich glaube, das ist in den meisten Ruhrgebietsstädten so, ne? wie kann man Spielzeit für seine zweite Mannschaft kriegen? Was ich immer gerne mache, ist Freundschaftsspiel. Also wenn die zweite Mannschaft in keiner aktiven Liga spielt, dann kannst du, so wie ich das hier auch gemacht habe, aber dann irgendwie vernachlässigt habe, einfach Testspiele arrangieren für die Jungs, die in der zweiten spielen. Ich mach's jetzt einfach mal. Dann mehrere Testspiele, klickst du hier an, zack, zack, zack. Bam, gegen Kiel 2. Und dann können wir nicht weitermachen, weil Terry auf weiter gedrückt hat. Na gut. Ah, können wir doch. Nee, können wir nicht. Doch. Oldenburg und LSK Hansa. Auch geil. Zack. Stevo gut trainiert. Sauber. Was tippst du am Sonntag? 3-0. Wobei, nee, 3-1. 3-1 sag ich. Ich ziehe demnächst wohl von Essen nach Bochum, das ist wenigstens etwas besser. Ist das so? Ist Bochum schöner als Essen? Knackiges 7-1. Ja, so einen kriegen wir sowieso. Wann kommt die Regionalliga-Karriere? Die kommt. So wie ich das aktuell einschätze, wahrscheinlich nach meinem Urlaub. Im April dann. Wo habe ich einfach leider nicht die Zeit? Ich wollte das eigentlich schon lange gemacht haben, aber aus verschiedenen Gründen hat es noch nicht geklappt. Ja. Bochum Stadt. Lass uns mal ein paar Fotos aus Bochum angucken. Wenn du sagst, Bochum ist eine schöne Stadt. Schauen wir doch mal, ob du recht hast. Okay. Na gut, die Innenstadt sieht aus wie so eine Innenstadt. Ja, grün ist es auf jeden Fall. Auf jeden Fall grüner, als ich gedacht hätte. Und Essen? Ach, Essen, ja, sieht schon, ja. Ja, so schwer zu sagen, ne, von oben. Das sieht schon sehr grau aus. Essen, die Einkaufsstadt. Ist das der Slogan von Essen? Die Einkaufsstadt? Oh, das ist ja... Den ist ja gar nichts eingefallen. In Essen, hier kann man einkaufen, okay. Absolutes Alleinstellungsmerkmal. Essener Süden ist in Ordnung, da war es aber auch schön, okay. Steht da nicht mehr. Okay. Besser ist es. Besser ist es. Hier kann man essen. Der liegt auf der Straße, der Joke. Okay, Leute, dann lass uns mal in Richtung nächstes Spiel gehen. Ist heute irgendwie ganz entspannt, der Stream, ne? Also ich fühle mich entspannt heute.
Ja, dann lass uns wieder mit Weißhaupt spielen. Heidelberg ist schön, ja. Also Heidelberg habe ich bisher nur von oben gesehen. In meinem GeoGuessr-Format, was ich früher mal gemacht habe. Deutsche Städte von oben erraten. Könnten wir auch mal wieder machen. Deutsche Städte von oben erraten. Hey, ich habe wieder Bock drauf. Aber da, da ist mir das auch aufgefallen. Das sah von oben echt hübsch aus. Aus der Satellitenansicht. Habe ich letzte Woche schon gesagt? Echt? Ja, dann sage ich das wahrscheinlich irgendwie in jedem Stream einmal. Komm, ich lass mal Oliveira spielen. Ach, wobei, nee, noch nicht. Noch nicht. Noch machen wir ernst. Aber Pavlovic gebe ich noch mal. Ein Spiel. Damit er sich auch ein bisschen entwickelt, damit er ein bisschen Spielpraxis bekommt. Ach so, dass du wieder GeoGuessr machen könntest. Da denke ich tatsächlich auch drüber nach, dass ich da mal wieder Bock drauf hätte. Ja, wisst ihr was? Wir gehen einfach mit dieser Mannschaft rein. Jattas ist noch nicht wieder ganz fit. Das heißt, wir müssen da nichts überstürzen. Let's go. Wir wollen mal auf Terry warten. Dann müssen wir noch mal auf Terry warten. GeoGuessr beste Leben? Ja, Mann. Ich habe das eine Zeit lang so hart gesuchtet. Mittlerweile bin ich auch wieder komplett aus der GeoGuessr-Meta raus. Aber eine Zeit lang war ich da echt hart drin. Kannst ja auch immer schon am Google-Auto erkennen und sowas. Wo das ist. Du musst dir teilweise nicht mal die Umgebung angucken, sondern kannst einfach gucken, wie das Footage ist. Und anhand dessen schon checken, dass das irgendwie Kirgistan oder sowas ist. Kennst du Jefa? Ja. Marxloh war ich mal auf dem Geburtstag, seitdem meine ich das. Marxloh hab ich zumindest schon mal von gehört. Und es war nie positiv, was ich gehört habe. Es waren immer irgendwelche So, auf geht's ins zweite Top-Spiel. Ja, ich wünsche euch wieder viel Glück. Auf dass die Fans mal den Schalker-Trainer als Taktik-Genie feiern mögen hier. Ja, doch. So langsam wird es tatsächlich Zeit. Ich habe ja gerade eine Mannschaftssitzung gemacht und habe gesagt, hier, wir sind richtig gut drauf. Wir steigen hier auf, legen noch eine Schippe zu und alle dunkelgrün. Dunkelgrün. Wow, okay, krass. Das kann jetzt noch einen Sack geben. Ja, dann mal los. Ja, und dann drücke ich mal die Daumen, dass Hannover nichts holt und dass du hier schon mal zumindest die Relegation eintüten kannst. Ja, das wäre ganz nett. Dann könnte ich mal ein paar junge Spieler spielen lassen und so. Ja. Also, gutes Gelingen. Ja, gleichfalls. Jakob Golz, ja stimmt, der war mal in dem Abendblatt-Podcast, das HSV, wir müssen reden. Macht einen sympathischen Eindruck. Hat Glatzel ihn gerade komplett rausgebolzt? Hab ich es richtig gesehen? Spannend. Achte Minute, Freistoß HSV. Van der Brent. Auf Pavlovic, Glatzel, schön gespielt, schnell gespielt, Immanuel Ferrei ist durch. Aber Julian Pollersbeck im Tor hält den. Pollersbeck wird hier wahrscheinlich heute eine legendäre Performance zeigen gegen seinen Ex-Verein. Jetzt schon eine 7,1 nach 10 Minuten. Artig. Mbamba. 0 zu 1, wir liegen hinten. Hoppala. Eieieiei. Ja. Da sind viele Ex-HSV hier in Magdeburg. Ich glaube, das wird schwierig, oder? Pavlovic dazwischen, sehr gut. Zurück auf Van der Bremt. Jetzt müssen wir uns hier tatsächlich mal ermutigen, wieder konzentrieren.
um dieses Spiel hier zu gewinnen. Wir wollen ja nicht freiwillig Spiele verlieren. Reis. Mbamba nimmt sich den Ball. Aslan, auch ex-HSV. Leon Belbel, Barış Atik. Reis ist da, kommt aber nicht an den Ball. Belbel setzt sich durch. Stellen ihn da aber ganz gut. Gnaka auf Mbamba. Ah, Elfmeter. Wir stehen eigentlich gut, aber wir gewinnen die 1 gegen 1 Dödel nicht. Es wirkt so ein bisschen so, als würden sich die Jungs nicht mehr so hundertprozentig reinhauen. Es wird hier Elfmeter für Magdeburg geben. Ahmed Aslan. Gegen Früchtl. Aslan trifft. Und 2:0 für Magdeburg. Wow. Was ist da los? Ich weiß es auch nicht. Ist jetzt die Phase vom HSV, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe? Ja, Meisterflatter. Ja, das schon irgendwie ein bisschen, ne? Na, hier lässt Matriziani gerade die ganz große Chance liegen. Per Kopf. Da haben mich Magdeburg auch 2 Schüsse, 2 Tore, ne? Naja. Machst du halt nichts, ne? Machst du nichts. Komm, ermutigen. Aber hier auch ein paar Ex-HSVer am Start. Ja. Ja, stimmt. Oh, Anschluss. Welche Minute bist du? 27. Ja, das flottes Spielchen. Ja, auf jeden Fall. Boah, Matriziani, die Prime Pirlo auf Keuter und Keuter, die Prime, Ding. Weiß ich nicht. Ding. Tor für Schalke? Oder... Nee, so. Der hat ihn einfach in den Oberrang gedroschen. Ach so. Matriziani so als inverser Außenverteidiger, Flügelverteidiger, chippt den Ball über die komplette Abwehr und. Wow. Und Keuter einfach Risiko-Volley direkt First Touch an. Der hätte ihn auch annehmen, aufs Tor gehen können, frei. Ja. Aber hat den einfach in den Oberrang gedroschen. Muss er so nehmen. Wenn er so in Form ist, dann muss er den so nehmen. Manchmal ja. Ja. So, jetzt in diesem Spiel zeigt sich aber, wie es um die Mentalität der Mannschaft bestellt ist, ne? Nach 2:0 Rückstand haben wir schon mal den Anschluss gemacht. Und eigentlich haben wir hier auch Spielkontrolle. Aber diese Ballverluste, die sollten wir uns sparen. Mbamba. Flanke kommt. Wilhelmsson. Und 3:1 für Magdeburg. Was ist denn hier los, ey? Ist ja geil. Das ist richtige Meisterflatter. Crazy. Dritter Schuss, drittes Tor. Der HSV gibt alles für die Relegation. Ja, ja, wirklich. Ich hätte das vorher nicht sagen dürfen. Alter, kann nicht wahr sein, ne? 3 Schüsse, 3 Tore. Was ist denn das hier? What the fuck is going on? Komm, ich werde mal ein bisschen offensiver. Ich stelle mal zumindest Van der Bremt auf unterstützen. Werde ich die Jungs mal maßregeln. Hoffentlich bringt das was. Pavlovic. Ah, bleibt leider hängen. Mbamba. Glatzel foult ihn. Muss eigentlich gelb sehen. Sieht nicht gelb. Dann wo Van der Bremt. Nur Weißhaupt. Pavlovic. Weißhaupt. Reis. Pavlovic schießt. Pollersbeck hält. Schonlau macht kein gutes Spiel, ne? 6,4. Muheim auf der anderen Seite eine 6,3 auch nur. Dabei sind die Tore eigentlich über unsere rechte Abwehrseite passiert. Ausgestreckte Arme. Nee, Arme nach oben werfen. Wird unterirdisch gespielt. Reißt euch zusammen und fangt an, wie die Favoriten zu spielen, die wir sind. So. Leute. So, und jetzt wächst Früchtl eine 6,3, ne? Ist auch krass. Nee, Titz ist nicht mehr Trainer bei Magdeburg. Weiß gar nicht mal, was wir jetzt anders machen sollen. Nehmen wir den geduldigen Spielaufbau raus. Machen wir es mal ein bisschen schneller nach vorne.
Wir müssen hier 3 Tore schießen jetzt. Ich will das Spiel natürlich noch 4-3 gewinnen, ist ja klar. Ich gehe mal auf offensiv auch. Bisschen mehr Risk. No Risk, no 4-3. Freistoßartig. Heber. Ball kommt nicht gut. Ferrei jetzt. Aber mit dem grauenvollen Pass nach vorne. Wir sind halt immer noch bei 3 Schüssen, ne? Immer noch bei 3 Schüssen. Wir haben schon 13 Mal aufs Tor geschossen. Und also, was ist das? Vielleicht muss man ab und zu auch einfach mal so ein Spiel mit dabei haben. Weißhaupt. Wir geben uns hier natürlich noch nicht auf. Jetzt schnell einmachen. Und dann wird das hier noch ein guter Nachmittag. Dompe über links. Jean-Luc Dompe zurück auf Muheim. Ferrei und Pollersbeck. Natürlich. Natürlich. Der sieht echt nicht schlecht aus, der Mbamba, ne? Sechser. Dompe. Früchte eine 6,2, Alter. Mehr fordern. Kommt schon. Durchaus gutes Talent von Leverkusen. Ach, stimmt. Daher kommt er. Muheim, Ferrei, Muheim. Komm schon, Reis. Latte. Natürlich, klar. Das fehlt noch. So, lass uns wechseln. Ich bringe Benes rein für Reis. Ferrei macht auch ein schlechtes Spiel, ne? Komm, ich bringe Jatta rein. Jatta auf rechts, Weißhaupt auf der 10. Und weiter. Die haben mit 3 Schüssen XG von 1. Ja, es waren 3 gefährliche Abschlüsse. Ja, hey, guck mal, die haben 4. gemacht. Jatta. Flanke kommt. Glatzel. Latte. Super. Come on, Bakker. Come on, Bakker. Come on, Bakker. Oh, schieß doch. 27 Minuten noch für 2 Tore. Ambrosius auf Miro Muheim. Auf Pavlovic. Der das hier nicht schlecht macht, Pavlovic. Also, gefällt mir eigentlich ganz gut. Benes mit links. Ja, das ist dann ein bisschen zu überhastet. Komm, nochmal ermutigen hier für die letzten Minuten. Dann werden wir mit Van der Bremt, lass ich mal Flügelverteidiger spielen für die letzten Minuten. Bringen dann doch nochmal Meffert rein. Dompe ist ein bisschen müde, aber der muss leider weitermachen. Weil Königsdörfer ja sich erlaubt, einfach mal verletzt zu sein. Und nicht mit dabei sein kann. 23 Schüsse, Alter. Nemeth, der hat, glaube ich, seit einem halben Jahr kein Tor mehr gemacht. Oh, Weißhaupt. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Na komm, dann bringen wir doch mal Nemeth. Den ach so tollen Nemeth. Von dem ich übrigens im Spiel gegen Elversberg richtig enttäuscht war. Also so langsam glaube ich nicht mehr an den. Komm, Muheim raus. Oliveira kommt nochmal rein. Nochmal Tempo über links. Let's go. 10 Minuten noch, Doppelspitze. Wie kann Königsdörfer? Ja, wie kann er sich nur den Knöchel brechen? Schonlau. Glatzel. Ja. Ja. Sehr gut. 8 Minuten haben wir noch. Dompe.
Was erlauben Dompe? Wieso spitzelt er den Ball damit rechts irgendwie in Richtung Pollersbeck? Das kann ja nicht wahr sein. Artig. Wilhelmsson. Eieieiei. Fast das 4:1. Ja, das ist, glaube ich, einfach einer dieser Tage, an dem es einfach nicht läuft. Ich weiß nicht mal, was wir hier hätten besser machen sollen. Wir haben uns XG rausgespielt. 0:0 Endstand. Ja, und wir verlieren 3:1. Mit sagenhaften 25:6 Schüssen. Krass, ähnlich wie bei uns. Wir haben 8:0 Schüsse aufs Tor, 18:2 insgesamt, XG 1,9:0,2. Aber Nürnberg ermauert sich hier ein 0:0. Ja, enttäuschender Spieltag. Ja, krass. Die haben in der Tat. 3 Schüsse aufs Tor, machen alle 3 rein, die Schweine. Das ist schon irre. Naja, mal gucken, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Ja. Ich glaube, die Hertha hat, glaube ich, noch einen Ausgleich kassiert. Muss man gleich mal gucken. Hannover 96 hatte vorhin mal geführt. Ja, schon. Schauen wie der Endstand ist. Aber das wird echt ein heißes Aufstiegsrennen. Ja. So, 96 schlägt Braunschweig im Derby. Ja, 3:1. Hertha 2:2 gegen Hansa Rostock. Damit ist Grüße nach Rostock. Ja, okay, Hertha ist schon fast raus. Ja, naja, gut, ja, so ja, ganz noch nicht, ja. Aber wir müssen aufpassen. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass Rostock da noch das 2:2 geholt hat. Aber ja. Hannover holt die Punkte wieder, die wir denen weggenommen haben, so ein bisschen. Ist das spannend. Bleibt spannend. 11 Punkte. Aber ist klar, wenn du gewinnst, dass ich da nicht gewinne, das wäre mal hier nochmal ein bisschen ja. Meisterschaft spannend machen, hätte ich gefühlt. Nee, das brauchen wir nicht. Das passt so schon. Die 11 Punkte, die finde ich ganz gut. Oh, jetzt lass mir beleidigt, weil ich gesagt habe, dass er schlecht ist. Oh, der Arme. Na, egal. Spielt er nicht mehr die Saison. Oh, Matriziani gelb gesperrt. Eieieiei. Dann kann es ja nichts werden. Wen habt ihr jetzt nochmal? Jetzt kommt Elversberg auswärts. Elversberg, ja, okay. Ja. Nicht zu unterschätzen. Ja. Hast du eigentlich mit der 2008, 2009er Datenbank schon was gemacht? Ja, ich habe einfach mal bis heute simuliert quasi mit der Datenbank. Ah, okay. Das habe ich schon mal gemacht. Vielleicht mache ich da einfach so ein Video draus. Ich habe noch überlegt, da irgendwie einen Catch mit reinzubringen. Irgendwie so, was wäre, es wurde vorhin hier im Chat vorgeschlagen, das fand ich ganz interessant. Was wäre, wenn 2008 tatsächlich Jürgen Klopp zum HSV gegangen wäre? Wie wäre es dann gelaufen? Ja. Fände ich ja ganz witzig. Was? Was? Was ist das denn? Tarek Buchmann wird einfach jetzt abberufen. Oh. Die Bayern rufen einfach Tarek Buchmann ab. Warum? No way. Weil er nach... Der geht einfach wieder zurück. Hör mir auf. Buchmann wurde abberufen, weil er nach Ansicht des FC Bayern oft abseits der vereinbarten Rolle eingesetzt wurde. Ja, wie kannst du Ey, nur... Der ist bei uns absoluter Stammspieler. Ja, aber nicht kompromissloser Innenverteidiger auf Angreifen. Oh Gott. Oder was wollten die Bayern denn? Die wollen offensichtlich, dass wir nicht aufsteigen. Ja, ich glaube auch. Oh! Ja, vor allem, die können den doch jetzt gar nicht mehr registrieren. Der kann jetzt bei denen gar nicht auflaufen. Jetzt spielt er einfach einen Monat gar nicht Fußball, obwohl er hier... Alter, ist das schlecht. Ach so, ja. Ich wundere mich gerade, warum Matthias Dahm Trainer von den Bayern ist, aber ich habe tatsächlich die Fake-Alliance hier noch nicht drin. Matthias Dahm, okay. Ich kann nicht verstehen, warum sie das getan haben. Das ist unprofessionell, lässt mich daran zweifeln, ob ich künftig nochmal mit denen Geschäfte machen will. Ja, Roms! aber wirklich. Zeig's ihnen. Ja. Da läuft's einmal gut und dann wirst du einfach von Thomas Tuchel sabotiert. Gibt's ja nicht. Vor allem der Grund ist echt crazy. Das ist möglich. Ja, das ist möglich. Deswegen wäre ich immer sehr vorsichtig damit, eine Rolle zu versprechen, wenn man ein Spiel ausleiht, weil das geht schnell mal schief. Übrigens sieht man auch daran, dass ich das,
dass ich die 2007er, 2008er Datenbank benutze, dass sie, dass das Facepack ganz, ganz witzig ist. Die Spieler haben alle ihre Bilder von 2007. Harry Kane zum Beispiel. Wie alt ist er da gewesen? 20? Wen haben wir noch? Manuel Riemann. Oh. Oder halt auch Thomas Tuchel, ne? Der junge Thomas. Thomas Müller. Schön. Mich würde es ja auch interessieren, was passiert wäre, wenn Jogi Löw damals wirklich zu Hansa gegangen wäre. Das war auch ein Gerücht damals. Ken ist 93er Jahrgang, also 14. Ah, okay. Ja, gut. Okay. Ich unterschätze manchmal, wie lange 2008 schon her ist, ne? Gefühlt sind das irgendwie 5 Jahre. Aber irgendwie sind das keine 5 Jahre. Bundesliga-Tabelle schon. Oh, Werder hat gewonnen. Guck mal, Werder steigt vielleicht schon nicht ab. Wir haben die geschlagen. Leverkusen haben die geschlagen mit 1-0. Wow, in Leverkusen gewonnen. Das ist krass. Bayern schon Meister. Aber unten ist es noch spannend, ne? Unten ist es noch spannend. Ein Traditionsclub geht auf jeden Fall runter. Das sind 16 Jahre. Ja. Nicht nur ein Gerücht, Löw hatte erst abgesagt, später zugesagt, aber dann hat Hansa sich schon für einen anderen entschieden. Oh. Tja. Oh, der sieht auch gut aus, ne? Theo Leoni. Wenn wir noch einen Zehner brauchen? Er ist eher ein Achter, ne? Er ist ein zurückgezogener Spielmacher vielleicht. Tackling 15 ist krass. Stellungsspiel sehr gut. Ja, das ist für mich ein zurückgezogener Spielmacher, verteidigen. Der sieht super aus. Ist irgendwie als, wär ein guter Meffert-Ersatz. Aggressivität 5 ist nicht so gut, ja. Aber das kaschiert er, glaube ich, ganz gut durch seine anderen Attribute. Ich setze ihn mal auf die Auswahlliste. Leo Sauer. Okay. Rob Schofs. Nicht schlecht. Technisch ziemlich gut. Gutes Passspiel, gute Übersicht. Ja, für eine schlechte Physis. Nusa. Na, das wär ein Statement-Transfer, wenn wir den für 12 Millionen holen. Den haben wir aus der Bundesliga gescoutet. Merlin Röhl. Ja, das wäre immer noch eine Option für die 6er-Position. Milosevic. 18-jähriger Serbe aus Stuttgart. 1,2 Millionen geholt. Sieht auch ziemlich interessant aus. Aber im Sturm haben wir halt Nemeth. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich mit Nemeth planen würde. Rocco Reitz auch spannend für die Bundesliga. Vor allem auch gute Persönlichkeit und so. Und 21 Jahre jung. Das hat sicherlich noch ordentlich Potenzial. Pavlovic verletzt. Na super. Da wollte ich ihn gerade mal ein bisschen spielen lassen. Und zack, verletzt er sich. Aber ich denke, die Pavlovic-Kaufoption ziehen wir so oder so, ne? Also die 1,3 Millionen, die würden wir wohl an die Bayern überweisen, denke ich mal. Wenn du in RV suchst, schau mal nach Morgalla. Geht richtig steil in meinem Safe. Ja, den haben wir ja in der Dortmund-Karriere. Macht das da auch wirklich sehr gut. Herrlich, neuer Trainer beim 1. FC Magdeburg. Ja, wer ist es denn? Schön, dass die Presse sich aber freut. Hast du einen schnellen Stürmer? Ja, aktuell spielen wir ja mit hängender Spitze quasi. Und da ist das Tempo nicht so wichtig. Deswegen nein. Jo, dann sind wir auch gleich schon wieder am nächsten Spieltag, ne? Das ist mittlerweile Donnerstag. Können wir währenddessen noch mal ein bisschen hier durch die Gegend scrollen. Buna Saar für 26.000 Euro. Können wir fast uns überlegen, ne? Paul Jäckel finde ich auch gut.
Den finde ich eigentlich in fast jedem FM ziemlich gut. Für die 6 vor allem. Der ist zwar Innenverteidiger, kann halt auch 6er und glaube ich sogar 8er spielen. Ja, kann auch 8er spielen. Sehr, sehr, sehr solider 6er. Gute Körpergröße, kräftig, ist noch nicht so wirklich alt. Und halt nie teuer. Auch mental schon ziemlich stark. Der Curve Platz 4 hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, auf die. Das Ranking. Oh, Felix Magath ist mal wieder beeindruckt von mir. Sehr schön. Wir könnten wieder eine Mannschaftssitzung abhalten. Machen wir aber nicht. Tanaka von der Fortuna, ja, den haben wir uns auch angeguckt im Winter, haben uns aber dann dagegen entschieden. Und einfach nur Pavlovic geholt. Ambrosius ist andauernd der Beste im Training, ne? Und Nico Oliveira trainiert auch richtig, richtig, richtig gut. Das, obwohl er kaum spielt. Ja, dann vielleicht belohnen wir den einfach mal im nächsten Spiel. Miro Muheim hat es ja nicht so gut gemacht. Gegen Magdeburg. Das heißt, da können wir dann vielleicht mal auf Nico setzen. Sven Aaron Gudjonsson als junger Stürmer. Weiß auch gerade nicht, was du suchst. Also jetzt gerade suchen wir erstmal akut nichts. Gut, ich meine, wir können uns schon ein bisschen umschauen, was den Bundesliga, oder was den eventuellen Bundesliga-Kader nächstes Jahr angeht. Cardona ist auch ganz gut. Aber lass uns das dann alles mal im nächsten Stream machen. Boah, ich brauche irgendwie eine andere Playlist. Das ist schon hart auf Dauer. So, was hören wir denn mal Schönes? Was hören wir denn mal Schönes? Das ist ja irgendwie das Gleiche. Was ist das? Nee, gefällt mir nicht. Zu wild. Komm. Nehmen wir die wieder. Nehmen wir doch die wieder. Okay, dann, wir sind auch schon wieder am Spieltag. Tatsächlich. Chillen Jazz. Ja, das war jetzt ja gerade eben, also beziehungsweise war so Lo-Fi. Bisschen zu Lo-Fi für mich gerade. Fing schon an zu gehen und so. Muss auch nicht sein. Guck mal, Monaco ist an Ludo interessiert und jemand ist an Glatzel interessiert. Leicester, Bochum und Werder. Mittlerweile 30 geworden, Bobby. Der ist auch 94er, ne? Ja, genau wie ich. Haben wir Benes wieder spielen lassen? Ja, komm, dann kommt Benes wieder rein. Mefo, Benes, Frei, Weißhaupt. Jatta spielt wieder. Weißhaupt raus. Bunasa ist meine Inspiration, ja. Bis 30? Ja, ich werde 30 dieses Jahr. Tatsächlich. Was schon ziemlich krass ist, ne? Er weiß, ob Tatsika Dunic, Ramos. Ich glaube, im Großen und Ganzen lassen wir es einfach bei der Mannschaft. Und gehen einfach so wieder rein. Komm, ganz ehrlich. Wollen wir vielleicht mal Ferreira auf links außen probieren? Oder nicht? Nee, komm, passt so. Kiel klatschen wir auch so weg. Lass es nochmal kurz gucken. Achso, ja, stimmt, genau. Ich wollte Nico spielen lassen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, kann ich nicht mehr. Jetzt habe ich schon auf. Ach, fuck. Das tut mir sehr leid für Nico. Das tut mir sehr leid. Der hat so gut trainiert, ne? Verdammt. Ja, dann wechsle ich ihn halt zur Halbzeit ein. Klatsch mir auch so weg. Famous Last Words, ja. Halt echt.
Erste Minute einwechseln. Das kann ich Miro nicht antun. Das kann ich Miro nicht antun. Der arme Junge. HSV-Fan, eigentlich schon innerlich 60. Ja, ja, mindestens. Mich wundert es, dass ich noch keine grauen Haare habe. Also spätestens nach dem Sandhausen-Ding letztes Jahr hätte es eigentlich so weit sein müssen, ne? Sieht man den nicht an? Oh, danke. Aber es liegt wahrscheinlich am Licht. Sag ich mal so. Das schmeichelt immer ein bisschen. Der hat Terry nochmal, der hat Darius Elversberg, ne? Wölversberg. Ruhe. Na dann, Terry, viel Glück gegen Elversberg. Ja, auch so im Nordderby. Nordduell. Nordduell. So. Müsst ihr nach Elversberg? Ja. Gefährlich. Sehr schöner gefährlich. Landschaftsgarten. Kann, okay. Habt ihr euch vorher schlau gemacht? Nee, sehr idyllisch hier einfach das Stadion. Ach so. Umfeld. Sehr, sehr schöne Bäume, bestehend aus 8 ineinander gesteckten Scheiben, grün. Geil. Elversberg sehen und stehen. Ja, dann. Ja, super. Aber ich kann euch nur warnen vor Elversberg. Also, ach, das ist nicht einfach. Ja, ja, ich glaube das. Na gut. Gucken wir mal, was wird. Was wird? Bei Elversberg ist man als HSV gewarnt. Ja, so ist das. So, komm schon, Jungs. Lass uns mal bitte gewinnen gegen. Und es wird ein Tor von Tietz in der 3. Minute. Sauber. Sehr gut. Erstmal der frühe Dosenöffner hier. Komm schon. Ecke Dompe. Rote klärt. Schonlau. Dompe. Tom Rothe muss ich hier aber eigentlich auch holen. Den hole ich irgendwie in jedem Safe. Van der Bremt. Oh. Beide fast gleiche Trikots. Ja, ist ein bisschen schwierig. Aber ich finde, man kann es noch ganz gut erkennen. Dompe. Das sind die gleichen Farben, nur anders verteilt, ne? Muheim. Miro Muheim macht er gut. Oh, macht er. Was für eine Tempoverzögerung. Schade. Hätte ein Tor verdient gehabt. Die Bewegung von Miro. Benes. Oh, geil gemacht. Geil gemacht. Die muss Bakker machen. Als 68-Fans hat man in dem Alter keine grauen Haare, sondern eine Glatze. Ja, das glaube ich. Dompe. Kurzer Pfosten, wird wieder geklärt. Benes, Jatta und Dene. Spielt Tom Rothe hier links außen? Ah ne, Schienenspieler, okay. Auf der linken Schiene. Ist auch hier nicht teuer, ne? Ich find's krass, wie günstig Tom Rothe in den Saves immer ist. Da ist er wieder. Ecke. Schießt er auch für uns im Köln-Safe. Ball wird erstmal geklärt. Commander, Maschino, Commander. Und 0:1. Kiel führt. Eieieiei. Ja, so langsam kriege ich ein bisschen Sorgen. Das HSV war durch und durch da. Ja. Aber hast halt clever gemacht. Hast einfach den Vorsprung schon so hoch rausgeschossen, dass dann einfach der Mai kommen kann, wie er will. Ja. Ich hoffe es. Ja, ich glaube es. Also gut, es wären noch 7 Punkte, ne? Also. Ja, aber. Ja. Ja, das soll passieren. Benes, Ausgleich! Danke. Oh mein Gott. Puh. Auch das noch. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ja nichts gegen ein bisschen Drama, aber ja, dann halt so. Ja, doch. Dann halt so. Gerne auch ohne.
Und es gibt Elfmeter für Schalke. Oh, schönes Ding von Lazi. Schönes Ding. Abgefälscht. Aber mach ihn trotzdem rein. Und es tritt an. Tietz. Den macht er doch. Auf dem Weg zu seinem 10., 11. Saisontor. Jawohl. Ja, so sieht's aus. Der Mann ist eine Bank. Ja, ist er. Krass. Einfach voll die Gamechanger-Transfers gemacht. Ja. Zu Hause. Mega gut. Ich bin unzufrieden heute. So, und jetzt bringen wir, das wollte ich machen, dann machen wir es jetzt in der Halbzeit. Wir bringen Nicolas Oliveira, der ist motiviert, der hat Bock, der hat geil trainiert. Der kommt mit einem richtig geilen Gefühl hier an. Und jetzt macht er hier das 2:1. Das ist mein Call. Nico trifft. Ein 1:1 gegen Kiel. In Kiel. Also normalerweise würde ich sagen, ist voll okay. Aber irgendwie will ich jetzt auch so viele Punkte wie möglich holen. Ne? Ja, mal ein Statement setzen. Interessanter Ball von Meffo. Schalke fahre ich morgen mit dem FC St. Pauli hin. Okay. Da drücke ich Schalke auf jeden Fall die Daumen in dem Spiel. Ja, was ist die beste Zeit der Saison? Stimmt. Punkte. Jatta! Oh, Dene hat den Freistoß. 1992, 93 war es der SC Freiburg mit, aber die hatten 46 Partien Zeit. Ja, okay. Wieso hatten die 46 Partien? Hannover 96 holte in der Saison 2001-2002. Ah, ich geh mal. Eine Rekordpunktzahl seit Einführung der 3-Punkte-Regel. 75 Zähler. Dies war auch die Bestmarke in der eingleisigen zweiten Bundesliga, wenn man die Punkte pro Spiel berechnet. 2,21. Okay. Also, 75 Punkte ist Rekord, wenn ich das hier richtig verstehe. Ach, Mauerfall. Ja, stimmt. Logisch. Oh, Skripski. Ach, Mann. 2:1 für Kiel. Ach, komm schon. Wir liegen wieder hinten. Das ist echt nicht gut. Was ist da los? Ja, ich weiß es. Ich weiß es auch nicht. Wenigstens Fiete abgetroffen. Nee, zum Glück nicht. Steven Skripski. Spielt viel. Ah, der ist krass. Gar nicht. Nee. Ja, das ist echt ziemlich gut. Wir spielen auch wirklich Kacke hier. Leute, was machen? Was machen Sachen? Wer spielt schlecht? Dompe spielt schlecht. So, zack. Weißhaupt rein. Halbe Stunde noch. Maßregeln. Die 20 Minuten. Alter, ey, das kann nicht wahr sein. Stimmt gar nicht. Hertha hatte Saison 2012-13 76 Punkte. Deine Seite verbreitet Fake News. Das war die Seite der Bundesliga. Und wenn du das sagst. So, dann bringen wir nochmal Nemeth rein. Ich nehme Ferrei raus und bringe Ludo Reis. Komm damit. Heute ist dein Tag. Passen die Tiefe, ja, stimmt.
Oh, Verteidigung ausdribbeln. Und frühe Flanken jetzt, wenn wir mal zwei große Stürmer drin haben. Zehn Minuten noch. Einwurf Van der Bremt. Komm schon. Jatta, Van der Bremt, Benes. Oliveira. Komm, Nico. Ach, überlegt zu lange, ne? Also wenn er direkt schießt, dann hat er einen Platz. So wartet er leider ein bisschen zu lange und trifft nun den Gegner. Benes mit der Ecke. Glatzel, Weißhaupt. Links raus auf Benes. Und abseits. Komm schon. Van der Bremt ist da. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oliveira. Und Weißhaupt. Und Glatzel. Und Glatzel! Ach, jetzt haben wir auch Pech mit Alu auf einmal. Freistoß Benes, 86. Ah, den erhält. Beim Bayern wärst du jetzt entlassen, weil du die Kabine verloren hast. Ich hoffe, soweit ist es noch nicht. Ermutigend. Also Früchtel macht es hier wirklich in den letzten Spielen nicht gut, ne? Vielleicht wollen wir in den, vielleicht wollen wir in den letzten Spielen dann mal auf Ferro wieder setzen. Mal Torwartwechsel machen. Aktionismus, Leute. Kann sich jemand für Aktionismus begeistern? Bin ich ein Fan von. Prüfflanken mag ich nicht. Hat mir nie was gebracht. Kann ich auch schwer sagen, ob mir das mal geholfen hat. Aber es ergibt halt irgendwie mal Sinn, ne? Benes. Ja, ja, Jatta! Come on! 91. Ausgleich. Oh, ist das wichtig. Ist das wichtig? Kurz vor Schluss gleichen wir aus. Sehr gut. Eieiei. Puh. Aber alle anderen spielen gerade so ein bisschen für uns auch. Die lassen alle Punkte liegen. Ja. Also ich weiß nicht, du siehst ja wahrscheinlich schon, wie es weiterläuft. Ach, weiß ich nicht. Habe ich ja gar nicht offen, ehrlich gesagt. Wir gucken nur auf uns. Ja, das... Das ist auch besser so. Komm, letzte Szene. Können wir noch einmal nach vorne? Weißhaupt. Steck ihn nochmal durch, Junge. Steck ihn nochmal durch. Reiß. Ah, Abpfiff. Ja, okay. 2-2. Immerhin, ne? Immerhin. War jetzt nicht wirklich gut. Aber wir holen immerhin dann den Punkt noch. Also ich möchte halt nicht, dass Schalke noch rankommt, ehrlich gesagt. Das wäre ein bisschen nervig. Schlage ich hier gerade Elversberg. Mal die Live-Tabelle reinziehen. Dann sieht das Ganze so aus. Und wären 8 Punkte noch, ne? 8 Punkte, 4 Spiele. Wen haben wir jetzt noch? Braunschweig, Pauli, Paderborn und Nürnberg. Na, normalerweise an Nürnberg am letzten Spieltag ist nochmal schwierig. Braunschweig auswärts musste schlagen, St. Pauli zu Hause musste sowieso schlagen. Paderborn musste schlagen und Nürnberg mal schauen. Also die 8 Punkte, die sollten wir uns eigentlich, die sollten doch eigentlich reichen. Macht er bis zum Saisonende heute? Nee, heute nicht. Das machen wir dann im nächsten Stream. Schaffen wir heute nicht mehr. Lass den Jungen im Tor. Okay, Leute, ich mach mal einen kleinen, ich mach mal eine kleine Umfrage. Wo kann ich das nochmal machen? Da. Umfrage starten. Okay, Leute. Nächstes Spiel. Ferro wieder ins Tor. Ja oder nein? Stimmt mal ab.
Oh, knappe Sache. Knappe Sache.26 Stimmen haben wir. Ferro liegt hinten. Knapp. Ah, okay. Sieht so aus, als wäre die Mehrheit von euch dann doch dafür, Früchel noch weiter spielen zu lassen. Sehr schöner Sieg. Ganz entspannt. Ja, Doppelpack Tietz einfach. Ja. Wie das sein muss. Und jetzt geht's gegen Düsseldorf. Düsseldorf. Ja, wir haben jetzt Braunschweig. Ich würde dann ganz gerne auch gewinnen. Ist bei dir jetzt schon irgendwas gebucht oder immer noch nicht? Gebucht? Weil Hannover hat ja verloren. Ach so. Nee. Relegation oder so? Sind noch... Wir haben 11 Punkte Vorsprung, es sind noch 4 Spiele. So. Ja. Das nächste Gewinn und wir sind aufgestiegen. Ja, okay. Ja, mal schauen. Also könnte es noch... Nee, Vierter kannst du nicht mehr werden. Vierter? Oder doch. Warte mal, das sind... Geh mal auf die Startseite. Auf den Homescreen. Ja. Hast du das Panel Wettbewerbe ausgewählt? Nee. Warte. Wähl das mal aus. Wettbewerbe, da. Ja, und dann siehst du, was du noch für mögliche Endplatzierungen hast. In Klammern Playoffs. Das heißt, das ist schon safe, oder? Das heißt, das ist safe. Geil. Das ist schon mal gut. Nee, klar, ich bin ja 13 Punkte jetzt vor Platz 4 und es sind noch 4 Spiele. Wir sind durch. Ja, Zumindest was das angeht. Ja, jetzt gegen Braunschweig gewinnen, wir sind aufgestiegen. Ja. Geil. Schade, es ist ein Auswärtsspiel. Dann müssen wir da leider nochmal Punkte liegen lassen. Muss man leider nochmal verlieren. Ja. Nochmal künstliche Spannung und so. Ja, genau. Ja, hier kommt auch gerade die Meldung. Hamburger SV sichert sich Relegation. Den Playoff-Platz. Come on! Das ist schon mal gut. Das ist schon stark. Also erstmal schon mal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Danke, danke. Und dann kannst du jetzt den Aufstieg eintüten tatsächlich. Ja, das wäre ganz nett. Ah, das ist doch gut. Das ist doch richtig gut. Ich würde auch vorschlagen, um den Content für den Nextstream zu haben, dass das unser letztes Spiel heute ist, oder? Ja, würde ich auch sagen. Sinn? Ja, würde ich auch sagen. Weil dann haben wir noch schön 3 Spiele nächstes Mal plus DFB-Pokalfinale. Oh ja. Wir haben im nächsten Stream dann Stadtderby. Oh, eigentlich muss ich jetzt absichtlich gegen Braunschweig verlieren, um dann im Stadtderby aufzusteigen. Das müssen wir eigentlich machen. Ja. Schau mal. Der Vorstand gibt uns nur eine 2. Das ist schon krass, ne? Ja, gut. Und die Fans der auch. Glaubt halt nicht, der sagt halt, es erst dann, wenn es erledigt ist. Ja, also, ich glaube, wir hatten zuletzt ja auch noch, wir hatten auch bis jetzt immer, vorhin hatten wir noch eine 3. Mal gucken, ob sich das jetzt hier durch die Siegel geändert hat. Ja, jetzt sind wir auf 3 plus. Ja, 3 plus. Siehste. Freunde Sonne. 3 plus. Und euer Saisonziel ist wahrscheinlich direkt der Aufstieg, ne? Ja, okay. Bundesliga aufsteigen. Und da sind die enttäuscht. Sie sind enttäuscht. Enttäuscht. Ja. Warum auch immer. Ja. Grundeinstellung. Ich weiß es nicht. Ja. Jetzt Düsseldorf, glaube ich, so der letzte Top-Gegner. Ja, die schlagen wen hat Nürnberg im nächsten Spiel? 27. Nürnberg muss gegen KSC ran, zu Hause. Ja, werden sie wohl gewinnen. Ja, sollten sie gewinnen. Aber das ist auch cool, dann haben wir am nächsten Donnerstag diese Schalke-Aufstiegsrennen. Und wenn du jetzt tatsächlich Punkte liegen lässt, einmal durchrotieren. Ja, genau. 19 Ausfälle schicken. Torwart wechseln. Wird nochmal ein guter Abend. Und dann Pokalfinale natürlich auch fett. Also, der nächste Stream wird, das wird heftig. Das wird heftig. Ja gut, wir müssen jetzt auch keine künstliche Spannung erzeugen. Es wird Bayern einfach 6-0 gewinnen. Ja, wahrscheinlich hast du sogar recht. Sagen wir es, wie es ist. Ja, zumal wir gerade, also wir haben unser Formtief gerade echt zu einer blöden Zeit. Ne? Also ich hätte gerne so ein bisschen Momentum aufgebaut, um dann im Pokalfinale gegen die Bayern halt mit Vereinsatmosphäre am Anschlag da anzutreten.
Ja. Wird wahrscheinlich schwierig damit. Mal sehen. Kleine Schritte. Ja, genau. Wenn der Aufstieg feststeht, was meinst du, was dann für eine Euphorie da ist? Ja, ich hoffe, dann fällt die Spannung durch noch nicht ab, ne? Ja, das glaube ich nicht. Nein, kann ich mir nicht vorstellen beim ASV, dass da die Spannung abfällt. Nein, sowas passiert uns nicht. Nee. Das ist auch so ein Trainer, der darauf achtet. Ja, ich war eben schon kurz davor, die Wasserflasche zu schmeißen, die Jungs nochmal aufzuwecken. Also, können sich hier nicht zu sicher sein. Ja. Hey, übt die letzten Spiele eine Mauer-Kontertaktik? Oh, bloß nicht, Alter. Bloß nicht. Ah, jetzt. Bloß nicht. Das könnte in der Realität passieren. Mit 11 Toren. Im Feuerwehrfall der aufsteigt. Wird noch Torschützen König. Ja. Ich sag euch das. Was? Wie viel fehlt ihm noch? Weiß ich nicht, aber er ist jetzt auf Platz 11 mit, auf Platz 7 mit 11 Toren. Oh, 6 Tore noch. Boah, ja, dann. Boah, ich krieg hier gerade die Meldung über den Schalke-Nachwuchs. Ey, das ist so ein krasser Screen. Also ich guck mal rein. Alter, was ist denn das? Wir haben einige Megatalente, die wichtige Spieler für uns werden könnten. Es ist einfach insane. Und das ist, da musst du scrollen. Und dann, das ist also das ist hier krass. Die Abteilung Megatalente. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Megatalente. Crazy. Dann noch Top-Talente. Das ist einfach insane. Der Ben Celona, der sieht ja 2 Sterne schon. Alter. Ey, der ist 15, der kann erstmal spielen. Ist einfach so. Junge. Ja. Ja, Respekt an den Jugendabteilungs. Und halt einfach Marktwert schon von 7 Millionen. What? Also. Oh, also den haben wir uns zwar im letzten Stream auch schon angeschaut, aber das ist ja der Wahnsinn. Und er ist halt hier einfach Wolverine. Ja. Oh, krass. Krass. Also. Bin neidisch. Das wird nicht bei noch einer Saison bleiben können. Nee. Die Jungs will ich sehen. Ja. Die Jungs will ich sehen. Müssen zu zumindest volljährig werden. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ey. Was für eine Mannschaft da in der U19. Das sieht man echt selten. Ich müsste noch ein Jahr zweite Liga spielen, damit die alle einbauen kannst, direkt nächstes Jahr. Stimmt schon, ne? Hast du es in der eigenen Hand? Oh, Mike Phelan als Sportdirektor. Was? Aufstiegsaspiranten bereit für Endspurt. Da sind wir. Na, warte mal, was kriegen wir denn? Wir erinnern uns an unseren Physio für 700.000 zu Ajax. Jetzt will Freiburg unseren Co-Trainer und das würde uns 2,6 Millionen Abfindung geben. 2,6 Millionen! Für einen scheiß Sportdirektor, der hier Co-Trainer ist. Für einen 61-jährigen Co-Trainer. Alter. Bitte geh zu Freiburg. Wir holen uns einen neuen Co-Trainer. Alter. Ah, oh, geil, ey. Wie kann man denn nur so Geld drucken? Das ist ja der Wahnsinn. Einfach mal Schalke schuldenfrei gemacht, indem die Mitarbeiter alle verkauft wurden. Mitarbeiter verkaufen, Klauseln verkaufen. Ja. Mann. Ja, das ist insane. Respekt. Ah, warte mal, ich hab vergessen. Ich wollte hier nochmal einen Screenshot machen von unserem Schalke-Nachwuchs. Der muss man mal hier. Ja, das, der kommt gut auf Twitter. Mannschaftssitzung abhalten. Nicht. Komm, dann halte ich jetzt auch mal eine Mannschaftssitzung ab. Ja. Wenn du das machst und das so gut klappt. Was hast du den Jungs gesagt? Das ist ein großes Spiel für unsere Aufstiegsambitionen und wenn wir es gewinnen, stehen unsere Chancen richtig gut. Ja, guck mal, dann sage ich das so auch. So. Ja, es klappt. Guck mal, was wir für Menschenfänger sind. Ja, wirklich, Wahnsinn. Wirklich. Perfekt. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regelung im Jahre 1994 gab es 6 Mannschaften in der zweiten Liga, die 70 Punkte oder mehr hatten. Also stehst du kurz davor, in diese illustre Runde aufzusteigen. Also du sagtest ja vorhin, dass die Hertha mal mit 76 Punkten aufgestiegen ist und dass das der Rekord ist. Dann, also wir haben jetzt noch
4 Spiele. Wenn wir die alle gewinnen sollten, dann knacken wir das. Dann holen wir am Ende 78 Punkte und steigen als Rekord-Zweitligist in die Bundesliga also, auf. Mal sehen, ob ausfällt und wenn nicht. Ja. Wir haben jetzt übrigens noch das Ziel, als Rekord-Zweitligist aufzusteigen. Wenn wir mehr als 76 Punkte holen. Okay. Dann sind wir der beste Zweitligist aller Zeiten. Zumindest in der neuen zweiten Liga. Respekt. Das wäre nochmal was. Na, könnte man sich nochmal auf die Visitenkarte schreiben. Ja. Uff, Leute, die Abstimmung. Jetzt seid ihr doch für Ferro in die Kiste. Jetzt sind wir doch für Ferro. Wollen wir das wirklich machen? Das ist schon, ja gut, ich meine, wenn ihr das sagt, ich habe euch ja gefragt und dann machen wir das auch. Oh shit. Habe ich jetzt... Och nee. Oh. Ich habe, das hat nicht geladen, ich habe aus Versehen einmal zu oft auf weitergeklickt. Oder? Ja, ich kann die Mannschaft nicht mehr ändern. Na super. Also wir müssen leider mit genau der gleichen Mannschaft rein wie im letzten Spiel, weil ich zu schnell geklickt habe. Das heißt, wir spielen dann trotzdem mit Früchtel. Tut mir leid. Oh Mann. Perfekt, perfekt, perfekt. Scheindemokratie, ja, ja. Aus Versehen zu schnell geklickt. Ja, ja. Hinterhältiger Streamer. Tja, machst du nix? Vielleicht ist es auch gut so, nicht so verkopft da reingehen, einfach zack, einfach den Vibe spüren, einfach mit der Mannschaft rein. Die Jungs machen das schon. Ganz easy. Was sagen die eigentlich zu unseren letzten Spielen? Ihr müsst für das Spiel gegen Kiel noch eine 3+, ne? Immerhin. Vertrauensbruch in den Trainer. Also wenn wir es gewinnen, dann habe ich alles richtig gemacht. Aber vielleicht ist es auch richtig, ne? Dem Jungen jetzt wegen zwei schlechter Spiele direkt das Vertrauen zu entziehen. Fand ich ein bisschen zu hart von euch auch, ehrlich gesagt. Muss man so auch mal sagen. Finde ich nicht okay. Unfassbar. So, würdigt das einem angemessenen Auftritt? Also wir wollen das Spiel hier gewinnen, natürlich. Jetzt bin ich angefixt. Ja, dann drücke ich die Daumen, dass du Punkte-Marke haben. Erst im nächsten Spiel deinen Aufstieg feiern kannst. Ja, also wie es kommt, ist es gut hier nach diesem Spiel. Keine Erwartung. Ja, ich glaube, selbst wenn du alle Spiele verlieren würdest, würdest du aufsteigen. Also, wahrscheinlich ist das so, ja. Das hast du schon gut gemacht. Danke, Terry. Dass die Schwächephase kurz vor Schluss dann nicht mehr zu Buche schlagen kann. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe zumindest, dass wir jetzt noch vor euch bleiben, ne? Also wir verlieren, ihr gewinnt, dann sind es auf einmal nur noch 4 Punkte? Ich kann nicht rechnen, 5. Nee. Ja, gut. Nee. Oder? Plus 2 sind 61. Ja. Nee, 5 werden es dann. Ja. Brauchst du eigentlich einen Hund? Einen Hund? Ganz random Frage, ja. Akut nicht. Okay. Wieso? Ich habe gerade einen über. Du hast einen Hund über? Also, nee, ich nicht, aber... Ach so, krass. Ich habe hier gerade intensive Diskussionen mit meiner Frau, ob wir uns einen Hund anschaffen, weil ein Bekannter von uns einen sehr, sehr gut erzogenen und familiengewöhnten Hund über hat. Ach so, okay. Boah, wenn ich schön. Jetzt sagen würde, der Jonas nimmt den, dann wäre ich fein raus, weißt du? Ja, ich würde voll einen Hund nehmen, aber ich darf hier keinen haben in der Wohnung. Ja. Das ist echt gemein. So ein toller Hund ist das. Also, ich wollte ja nie einen Hund haben, ne?
Echt? Ich war immer strikt dagegen. Echt? Okay. Also theoretisch finde ich das auch alles ganz nett, aber es ist halt immer so alles, was dazukommt. Ja. Aber sie hatte mich noch nie so kurz davor, ja zu sagen, wie... Ja, komm. Wie diesmal war es echt ein toller Hund. Aber... Sag ja. Naja. Nimm ihn. Nee. Das ist ein guter Hund. In einem deiner Musikvideos ist auch ein Hund rumgelaufen, glaube ich, ne? Ja, so? Stimmt, richtig. War das euer? Bist du mit Hund groß geworden? Ja, das ist der Familienhund gewesen. Der lebt auch noch. Der wird jetzt 14 Jahre alt. Ah, okay, krass. Ja. Also den haben wir damals bekommen, als ich. Wie alt war ich da? 14. Ja, krass. Ah, okay. Krass. Mhm. Man denkt immer, dieser Hund, der ist noch gar nicht so lange da, aber wenn man sich selbst dann sieht, zu der Zeit, wo das alles abgeholt wurde, da ist eine Weile her. Ja. Ja. Jonas, ich will dich nicht reinreiten, aber pauschales Haustierverbot ist nicht erlaubt. Okay, Terry, es geht eine Tür auf. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay. Also schreib mich an, wenn sich da eine Tür auftut. Ja, ich rede mal ein bisschen mit meinem Bruder. Ja. Sehr gut. Es ist eine Bracke, falls dir die Rasse was sagt. Eine Bracke. Relativ alte Rasse, was ziemlich cool ist, weil er nicht so überzüchtet ist. Muss ich mir direkt mal ein Foto angucken. Und dadurch auch nicht irgendwie irgendwelche Probleme hat, wie, weiß ich nicht, Doggen, die immer an Gelenken haben oder sowas. Ja, ja. Mhm. Och, das ist ja süß. Oh. Die Hertha führt gegen Hannover 96. Chat, guck mal, Bracke. Niedlich. Ja, genau damit hätten sie mich fast gehabt. Mit so einem niedlichen, so ein richtig typischer Hundeblick. Oh, ja. Wie alt ist der Hund? Das ist schon ein Jahr. Ein Jahr, okay. Ja. Wäre eigentlich im Prinzip perfekte Generationenfolge da bei deinen Eltern. Hm. Ja. Oder für den. Stimmt. Vielleicht kann ein Terrier, der war gut, Frankie. Ein Terrier. Oh. 1-0 für Düsseldorf. Eigentlich ein Jagdhund, okay. Also hier ist auf jeden Fall ordentlich Hunde-Kompetenz am Start. Ja, der braucht auf jeden Fall Bewegung, das ist schon. Ja, gut. Naja, es ist halt eine relativ kleine Wohnung hier. Ich glaube nicht, dass dem das so gut Also bei uns würde es eigentlich schon passen vom Grundstück und allem. Das wäre perfekt bei euch, also. Ach, sag das nicht. Er hat so viel Platz, wird sich bestimmt gut mit den Hühnern verstehen. Zumindest kurzzeitig. Ja, oder genau. Einseitig. Ja. Hat Terry Musikvideos gesagt? Ja. Stimmt, die kennt keiner, die Musikvideos. Aber ist geheim. Ey, ich hatte neulich wieder so eine Phase, wo ich alle durchgesucht habe. Echt? Habe ich so einmal im Jahr, ja, habe ich das. Ja, krass. Einfach gute Mucke. Solltest du nochmal machen. Ja, ne? Das kennt hier, ich glaube ich, keiner im Chat. Habe ich jetzt was? Ja. Hier ist eine Tür aufgemacht. Jetzt hast du eine Tür aufgemacht, die nicht wieder zugeht. Ja? Ja, Chat. Es gibt noch einen Kanal, den Lukas immer aufgebaut hat. Scheiße. Ah, ja. Aufgebaut ist gut. Das ist schon echt lange her alles. Aber die Production Value ist halt einfach geil, finde ich. Nach wie vor. Ja, komm, dann. So, Leute, ich gebe euch einen Link. Das rettet vielleicht das gebrochene Vertrauen. Ja, eventuell. Oh, rote Karte für Braunschweig. Rote Karte für Braunschweig. Ich habe hier bisher noch gar nicht auf das Spiel geachtet. Ich habe mich jetzt mit Terry über den Hund unterhalten.
und gar nicht geguckt, wie wir hier spielen. Aber wir spielen scheinbar nicht so gut. So wie es aussieht. Wir spielen scheinbar nicht so gut. Komm, ich bring mal Reis rein und dann, was mache ich noch? Muss ich kurz muten? Ja, Shadowreck fasst das hier gerade treffend zusammen. Wir reiten uns gerade gegenseitig ins Verderben. Terry bekommt einen Hund und Junukas Vergangenheit wird geliebt. Ja, komplett. So, und währenddessen verlieren wir gegen Düsseldorf. Scheiße. Ja, und ich habe hier irgendwie auch noch gar nicht hingeguckt. Und es steht 0-0 gegen Braunschweig. Wir spielen scheinbar richtig scheiße. Ja, wir auch. Wir auch. Deutsche Ed Sheeran, ja, genau. Ja, voll, echt, ist so. Ach, ja. Danke, Leute, danke, Leute. Abos schnell in die Höhe, ist das so? Oh ja, 691 schon. Crazy. Newcomer des Jahres. Das letzte Video habe ich hochgeladen im Jahr 2016. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe dann irgendwann aufgehört. Ich habe damals viel Musik gemacht mit meiner Ex-Freundin damals. Weil die auch sehr, sehr musikalisch ist. Ja, und als es dann irgendwie vorbei war, war es vorbei. Oh, 0-1! Ey, jetzt liegen wir hier hinten gegen Braunschweig. Ey, 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 oha, ey. Oha, jetzt nicht, dass das hier nochmal alles... Aber ja, wenn du verlierst, dann verliere ich ja auch immer. Und jetzt Nürnberg. Oh, wie hat er auch schon wieder dran? Immerhin. Komm schon, ey, warum? Immerhin. Schonlau. Ist er schon auch noch verletzt? Also. Es geht ja so ein bisschen den Bach runter hier, die Nummer. Ach ja. Alle Jahre wieder. Ja. Ja, nein. Nicht ja. Not yes. Maybe yes. Warum spielen wir denn so kacke? Ich stelle einfach mal alle auf angreifen und dann wird das schon. Kabine verloren, ja. So, Karaman muss jetzt richten, nachdem er unter der Woche bekannt gegeben hat, dass er doch nicht mehr wechseln will. Ja, dann soll er doch mal sein Bekenntnis auf dem Platz bestätigen. Ja, bitte. Hast du schon mal irgendwo erzählt, woher Terry und du euch kennt? Tja. Lustig, die Frage, hat Fabian Dreese die gestellt, oder? Nee, Mörschko. Die kam nämlich genau in der Minute auch hier im Chat. What? Ja, es ist ja komplett random. Oh ja, stimmt. Wie hast du Junukas kennengelernt? Tja. Ja, auf Twitch, ne? Auf Twitch, ne? Ja. Ich habe einfach Twitch-Streamer gescoutet. Oh, Matriziani. Oh, Ambrosius. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie es von da an weiterging. Also ich habe einfach nur gesehen, dass du streamst und fand dich sehr sympathisch. Fand ich einer der wenigen FM-Streamer, die man sich länger angucken konnte. Ja, es gab damals und aber auch echt noch nicht viele, ne? Das war... Ich war oft, als ich FM damals gestreamt habe, einfach der Einzige, der das gemacht hat. Ja, das stimmt. Aber fand ich halt echt mega, mega cool. Und ja, keine Ahnung, was dann so der nächste Schritt war. Weiß ich auch nicht mehr. Also du hast mir dann irgendwie auf Twitter geschrieben, dass du das ganz cool fandst. Und was dann als nächstes passiert ist, das weiß ich auch gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich... DMs gucken. Oh. Ja, genau. Ich weiß noch, dass ich das total krass fand, dass auf einmal FM2er-Kette bei mir im Chat ist. Was? Der FM2er-Kette? Das war eh so geil, als der FM in Deutschland rauskam. Wollen wir jetzt hier kleine Geschichtsstunde machen. Und ich bin ja Teil vom Übersetzerteam. Und dann kam der FM19 raus.
Und ich konnte nicht streamen, weil noch irgendwas zu übersetzen war. Mhm. Für den Release. Also die Beta kam raus. Und dann habe ich halt nebenbei Twitch aufgemacht und ich hatte ja im FM18 den FMZ Cup das erste Mal gestreamt. Also ich war ganz, ganz frisch im Stream-Ding. Ja. Und hatte dann halt, als der FM19 rauskam, hab dann einfach auf Twitch irgendwelche Leute angeguckt und denen dann halt geschrieben. Und es waren so derbe viele. Ich erinnere mich an Sorsinho, der dann so, oh, FM2-Kette, jetzt muss ich mich erstmal gerade hinsetzen. Und das war so krass für mich. Das war so ein krasser Moment für mich, weil ich kannte halt meine Aufrufzahlen vom Blog, aber ich habe ja nie mehr Feedback bekommen. Ja, ein bisschen Interaction auf Social Media und Kommentare und so, aber es war ja nie so dieses Direkte. Und das war dann echt für mich krass zu sehen, wie die Wahrnehmung ist, so von FM2er-Kette. Oder dass das einfach ein Name ist, der den Leuten was sagt, die im FM unterwegs sind. Ja. Das war echt krass. Das ist heftig. Also damals, wenn du in Deutschland Football Manager gegoogelt hast, dann war nicht MV Sports Interactive das erste, sondern FM2er-Kette, ne? So, das war halt so. Das habe ich habe das damals alles sowas von verschlungen, jeden Guide gelesen und so. Ja. Einfach als erste Anlaufstelle. Das ist echt insane. Ja. Das ist echt insane. Und für mich war es immer so der Traum, dass man das irgendwann nicht mehr alleine macht. So, und ich finde es halt mega cool, wie das alles gewachsen ist in Deutschland. Also auch so die Qualität. Also A, die Qualität vom Content. Ja. Und B, aber auch so die Bandbreite. Also dass du halt eben nicht mehr nur Guide-Content und nur 0815 Streams hast, sondern halt auch krasses Storytelling, deine ganzen Experimente, die du machst, dass du jetzt auch wieder eine große Bandbreite an Let's Plays hast und all sowas ist halt, und halt auch eine Menge kleine Kanäle, kleine Streamer, die das aber halt auch mit Hingabe machen und halt auch konstant machen. Also genau. Früher hattest du es halt ganz oft so, es gab mal irgendeinen, der hatte dann einen Blog aufgemacht, so ein bisschen FM2er-Kette nicht nachgeahmt. Die Leute haben mich ja angeschrieben. Ich gesagt, ich würde gerne einen Blog aufmachen, aber es soll keine Konkurrenz sein. Ich so, ey, macht Konkurrenz, bitte. Ja, ich will den Bums hier nicht alleine machen. Ja, ihr braucht doch nicht, um Erlaubnis zu fragen, FM-Content zu machen. Ey, guckt euch die FIFA-Community an, guckt euch jede Community an. Als ob ich dann ein Patent drauf hätte. Ja. So. Und, aber es gab halt ganz viele, die haben es halt gemacht und dann halt auch gemerkt, dass nichts für die ist und waren dann halt ganz schnell wieder weg. Und das finde ich halt auch geil, dass halt mittlerweile so viele Leute hast, die es einfach konstant machen und einfach das Game so feiern und. Ja, 100%. Ja, ich lieb's einfach. Ja, ist richtig gut. Also je mehr Content, desto besser. Deswegen sage ich auch immer, wenn Leute Lust haben, irgendwie auf YouTube durchzustarten oder anzufangen, der FM ist so perfekt dafür. Das ist so gut. Ja. Du hast einfach unendlich viel Content, den du zu diesem Spiel machen kannst. Diese Datenbank ist so eine Spielwiese. Ja, voll. Und das ist auch einfach super viel möglich. Du kannst mega gut wachsen in diesem ganzen FM-Ding. Ja. Das sieht man ja. Ja, du kannst halt auch später noch so ausgreifen, wenn du es dann wirklich professionell machen willst. Ja, genau. Also hauptberuflich machen willst, wenn man so will. Kannst dann noch ausgreifen auf Real-Life-Fußball-Content. Ja. Das ist schon einfach eine geile Nische. Ja. Und das ist halt echt eine dankbare Nische, weil du halt nicht diese ganzen toxischen Mist hast wie bei FIFA und so. Das stimmt, ja. Das ist schon mega gut. So, 5 Minuten noch und wir verlieren hier das Ding. Ja, wir Alex haben, GE. Wir haben unser 0-1 schon abgeholt in Braunschweig. Ja, geil, ey. Geil, ey. Hannover gleicht gegen Hertha aus. Nürnberg führt, zieht an Schalke vorbei in der Tabelle jetzt. Eieieiei. Oh. Das endet hier wieder mit einem Downer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So war das eigentlich nicht geplant. Aber es gibt so noch mal ein bisschen Spice für die nächste Folge. Ja, schöner Cliffhanger. Ja, genau. Aber ich will nicht die Playoffs spielen. Ich will die nicht spielen. Also ich würde gerne zugucken. Oh Gott, ey. Na komm, Levi. Komm, Östunali, mach noch mal einen. Ja. Warte, ey. Deal-blocked. Klingt fast wie eine Love-Story. Also auf jeden Fall eine FM-Love-Story, ist schon so. Ja. Also man muss ja auch sagen, wie es dann weiterging. Ne? So, Yunukas hat ja dann angefangen, den FM2-Kette-YouTube-Kanal aufzubauen. Die ersten Videos waren ja von ihm. Dann hat er auch ganz lange meine Videos dann geschnitten. Ja. So, dann ganze wie Stream-FM-Geschichte, Podcast. Dann halt auch ganz viel, was im Hintergrund
lief und nach wie vor läuft, also dass man einfach so Sparringspartnermäßig halt auch einfach die ganze Zeit Ideen austauscht. Sich irgendwelches Zeug schickt, was einen dann wieder inspiriert oder Ideen diskutiert, Strategien diskutiert. Ja. So was, was ich halt auch mega zu schätzen weiß, weil das ist halt was, was mich, was ich immer vermisst habe und wo ich auch immer meinte, so dieses, ich brauche Konkurrenz. Weil ich, also es gibt halt genug Leute, die Bock haben auf den Football Manager. Und es gibt genug Leute, die Bock haben, auf den Football Manager und Content dazu machen, aber es gibt wenig Leute, die Bock haben auf den Football Manager und Bock haben, Content Creator zu sein. Also die auch wirklich das so als wie soll man sagen, als Beruf auffassen oder als Sache auffassen, wo man besser drin werden kann und wo man so, und das finde ich halt einfach, das schätze ich sehr an Junukas, dass man da einfach so einen Austausch hat über diese Dinge alle. So, ja, das halt 100%, schon. 100%. Ja, gleichfalls. Kann ich mich nur anschließen. Es macht einfach Spaß, sich da auszutauschen, Ideen hin und her zu geben und so. Und das ist einfach richtig gut. Das ist richtig gut. Und ich finde, es bringt einen halt immer weiter. So. Und, und was halt auch einfach die Community ausmacht, ist halt, es gibt halt auch keinen Neid, weißt du? Also so dieses Man freut sich halt einfach so, wenn diese ganze Nische wächst, diese ganze FM-Nische wächst. Ja. Und das macht halt auch einfach mega Laune. Ja, genau. Das kann man halt nicht alleine machen, ne? Es braucht halt mehr Leute dafür. So ist das. Ja. Und deshalb hoffe ich, dass das noch sehr lange in der Form so weitergeht. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja, mal gucken. Also zumindest bei mir. Erstmal. Ja. Aber ich freue mich auch jetzt echt auf meinen Urlaub in 2 Wochen. Also das ist auch echt. Ja, schon, du hast schon ganz schön durchgezogen, du. Ey, das ist schon echt krass. Ja, ich habe letztes Jahr im Sommer war ich mal eine Woche weg, aber sonst habe ich halt echt komplett, also fast jeden Tag immer irgendwas gemacht und so. Ja. Also, ich bin mal gespannt, wie mein Körper, mein Kopf reagiert, wenn ich einfach mal nichts mache. In 2 Wochen. Da gibt es einen Kurzschluss oder so. Ja, genau. Kühlschrank sagt, er ist überzeugt und wird jetzt auch FM-Streamer. Siehst du? Ja, rein da. Rein da. Ja. Echt. Das ist echt gut. Mach das. Und auch immer super gerne Fragen stellen oder so, wenn ihr Fragen habt. Also zum FM sowieso, da haben wir auch einen super Discord für. Aber auch 100%. Wenn ihr Fragen zu Content Creation habt oder ich glaube, wir sind da echt in was Stream und YouTube betrifft, sind wir da sehr, sehr, sehr tief in das. Ja. In den Kaninchenbau hinabgestiegen, da können wir sehr, sehr viele Erfahrungswerte teilen. Auf jeden Fall, da beantworte ich auch mal sehr gerne Fragen zu, weil es mir auch einfach Spaß macht so, ne? Also ich habe halt Bock daran, mich damit zu beschäftigen und auch dann mir zu überlegen, was für andere Leute vielleicht funktionieren könnte und sowas. Ja. Das ist Halt auch das Coole, also das, was ich vorhin meinte, du hast halt dieses, wenn Content-Creator da sind und dieses YouTube-Ding. Es ist halt einfach ein Game, was du lernen kannst, also was du zum einen lernen kannst, was ein Handwerk ist. Ja. Und zweitens, wo du halt niemals an ein Ende kommst. Also es geht halt immer weiter. Also du kannst halt nicht sagen, du hast jetzt an der Stelle gepackt, sondern es geht halt immer weiter. Ja. Und wenn du halt eine gewisse Größe erreicht hast, hast du halt komplett andere Probleme und andere Herausforderungen, andere Ideen, als wenn du halt ganz am Anfang bist. Am Anfang scheiterst du daran, OBS zu bedienen oder hast Soundprobleme, wie ich. Ich wollte gerade sagen, ja. ja, stimmt schon. Und irgendwann bist du dann halt so auf einer Metaebene unterwegs, die dann irgendjemand, der dann noch 2 Nullen hinterm Komma mehr hat, halt auch schon lange hinter sich gelassen hat. Also es geht halt einfach immer weiter und das ist halt so das, was dann halt auch mega, mega, mega Spaß macht. Ja. Ja, ist so. Und das Ding ist, wenn man da Lust drauf hat, ich sehe jetzt von vielen im Chat, die schreiben, ja, ich würde da auch gerne mal anfangen oder sowas, aber ich weiß darüber noch nicht genug oder darüber noch nicht genug. Man muss es einfach machen. Man muss einfach mal ein Video produzieren, gucken, wie das läuft. Ja. Das erste Video wird wahrscheinlich nicht das Beste sein. Also ich habe auch, ich glaube, 2 Jahre Content produziert, den sich zu Recht keiner reingezogen hat, weil es einfach nicht gut war. Aber wenn man Bock drauf hat und das macht, irgendwann lernt man dazu und merkt, was funktioniert. Und dann kriegst du
wahrscheinlich ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, also ich glaube, der Punkt ist halt einfach, viele haben halt einfach Bock zu zocken und so und dann ein Video dazu zu machen. Und das ist auch völlig okay. Also man muss auch wissen und herausfinden, ob man überhaupt Bock drauf hat, dass das Influencer-Game, wie Debodas das gerade nennt, auch zu spielen. Weil vielleicht hast du auch einfach keinen Bock da drauf, auf Video schneiden, weil es einfach mega aufwendig ist. So, und vielleicht willst du einfach nur FM spielen, dann spiel FM. Überhaupt gar kein Thema. Aber wenn du da Bock drauf hast, dann das, was Junuka sagt, einfach machen. Einfach machen. Ja. Weil das ist das Einzige, was dich weiterbringt. Weil indem du machst, merkst du dann auf einmal, okay, ich habe das Problem. Und dann kannst du wieder anfangen zu recherchieren, kannst du wieder mit anderen austauschen. Ja. Findest neue Lösungen und dann geht's einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann ist das alles Entscheidende einfach Konstanz. Also das einfach immer, immer weiter zu machen. Ja, 100%. So, weiter, immer weiter. Endet aber an der Stelle, würde ich sagen. Ja, wir speichern einmal und dann sehen wir uns im nächsten Donnerstag wieder. Und das wird wieder richtig dramatisch nächsten Donnerstag. Oh ja. Und ich habe schon wieder Angst, weil das ist echt so die Dinger, die wir hier richtig gut können, Drama. Ja, wenn der Chat Glück hat, dann gibt es nächstes Mal nicht nur ein DFB-Pokalfinale, sondern auch eine Relegation mit Schalke. Oh Gott, ey, bitte nicht, ey. Bitte nicht. Also, letzter Blick auf die Tabelle, der HSV hat die Playoffs jetzt schon seit 2 Spieltagen. Ja. Und immer wenn der HSV Punkte liegen lässt, lässt Schalke auch Punkte liegen. Nürnberg schiebt sich vorbei auf Platz 2, punktgleich mit Schalke, Hannover 96 mit 4 Punkten dahinter. Es sind noch 3 Spiele zu spielen. Die machen wir dann am kommenden Donnerstag. Dann gibt es auch das Pokalfinale. Genau. Hamburger Sportverein gegen den FC Bayern München. Und vielleicht, und ich hoffe nicht, die Aufstiegsplayoffs. Bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es könnte ein langer Stream werden. Es könnte ein langer Stream werden. Mhm. Auf jeden Fall, wenn wir das durchziehen. Ja. Also, ich lese noch ein bisschen meinen Chat. Junukas, dir schon mal einen schönen Abend und Junukas Stream. Macht es gut. Ja, auch von mir, Terrys Chat. Gute Nacht. Und Terry auch gute Nacht. Bis nächsten Donnerstag. Jawohl. Und dann lasst euch ein bisschen von Junukas JG Music in den Schlaf singen. dafür ist gute Musik, das stimmt. Dafür ist richtig gute Musik. Ja. Also, bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao. Ciao, ciao. Ja, Leute, macht das so, wie Terry das gesagt hat. Gebt euch ein bisschen alte Musik von JG Music. Ich sehe schon, der erste Kommentar, der geschrieben wurde unter meinem Musikvideo, wann wieder BVB-Karriere. Ja, kannst du mal sehen. Bald. Bald. 700 Abos geknackt. Ey. Kannst du mal sehen. Ja, guck mal hier, das hat was gebracht, ne? Direkt 81 Views auf den neuesten Song. Kannst du mal sehen. Wenn Schalke nicht aufsteigt, wird die Bracke verpflichtet. Ja, auch sehr gut. Auch sehr gut. Naja, Leute, ich sage jetzt erstmal gute Nacht. Ich habe, glaube ich, auch gar nichts mehr zu sagen. Das ist Werbung für die Ex-Freundin. Ja, auf jeden Fall. Aber die hat das auch sehr gut gemacht. Und die ist jetzt auch Musiklehrerin geworden. Also die ist auf jeden Fall dabei geblieben, was das anging. Bei 3 großen Kanälen hat man keine Zeit für einen Hund. So sieht's aus. Leute, bis nächsten Donnerstag, bis morgen auf dem Hauptkanal, da gibt's ein neues Video. Und dann, ihr wisst ja selbst, ne? Zweitkanal ungefähr alle 2 Tage könnte ich ein Video erwarten. Und bis dann, haut rein.